Er hat gerade schlechte Verbindung. Ich fahre gerade einen Sprint herum. Er fährt gerade. Was sagst du zur Verbrennung des Koran in Schweden? Dazu sage ich, was soll das? Warum verbrennt ich das? Das sage ich immer wieder. Warum sollte man denn ein Buch verbrennen? Ihr müsst das Buch ja lesen, um euch Wissen anzueignen, denn Wissen es macht und mit diesem Wissen, was ihr euch angeeignet habt, könnt ihr den Islam. Ah, jetzt Verstoß verwahren. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, die Leute haben ein Riesenproblem mit mir. Ne? Das ist unglaublich. Kindergarten. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, was der Allah da eigentlich sagt? Ja, diese Paradiesgeschichte, ne? Das ist aber sehr wert. Also ich möchte noch was dazu sagen, bevor ich gehe. Einmal habe ich jetzt das auf. Ich möchte was dazu sagen. Dass zum Beispiel diese Paradiesgeschichte, ne? Dass du da alles machen darfst, was du dann willst. Ja? Wozu muss ich dann sterben? Ich darf doch jetzt auch alles tun und machen, was ich will. Verstehst du, was ich meine? Diese Ja, Sünden, was natürlich, sie dann. klar. Weil jeder Mensch hat irgendwie eine Sünde im Kopf. Also, wenn du zum Beispiel sagst, so wie du letztes Mal gesagt hast, was ich gesehen habe, ja, und dann stelle ich einen dahin und knall den die ganze Zeit ab, und dann wird er zusammengenäht und dann darf ich den wieder abknallen. Das ist auch wieder so eine Sünde. Ja, aber Dass du man musst dir hier mal wer. vorstellen, du musst dir mal, meine Liebe, du musst dir mal vorstellen, ja, Allah erlaubt ja sozusagen diese ganzen Sachen hier schon auf der Erde. Sure 24, Eben. Vers 13, Sure 24, Vers 33 erlaubt dem muslimischen Mann, die Frau auf die Prostitution zu schicken. Eben. Und in Sure 4, Vers 24 darf er beispielsweise der Frau ein bisschen Geld geben und somit die Mutter-Ehe eingehen. Also das ist diese Zeit-Ehe, die du an deinem eigenen Leib zu spüren Eben. bekommen hast. Zusätzlich kommt dazu, dass der Mann vier Frauen heiraten darf in Sure 4,24. Und darüber hinaus darf er so viele Frauen haben, die von seiner rechten Hand sind, das heißt so Sklavinnen. Ist das so Ja, und fast? Das der. heißt, hier auf der Erde macht er schon die übelsten Sachen Ja, und dann im ja. Himmelreich geht es dann noch weiter. Ja, und das meine ich doch. Und so gesehen sind die Muslime Was schon ist in so ihrem heftig? Paradies. Also, die sind doch schon in ihrem Paradies hier unten, oder nicht? Das ist doch das Paradies für die. Ja, Wenn die jetzt. eigentlich für die Muslime, ja, eigentlich für die Muslime, ja klar, für einen muslimischen Mann, der sich das so leisten kann und alles, der holt sich da drei, vier Frauen und dann auf einmal hat er noch irgendwelche Sklavinnen noch, die bei ihm da abhängen und so. Das ist der Wahnsinn, Mann. Ja, und Das, wofür wollen Sie jetzt in Dschihad gehen, wenn die schon das alles hier bekommen? die Ehe, die eigentlich heilig ist, wird eigentlich so unheilig gemacht im Islam. Merkst du das? Das wird Ja, so mit natürlich Füßen habe ich das getreten. So. gemerkt. Ja, natürlich habe ich das gemerkt. Ich könnte dir noch viel andere, schlimmere Sachen erzählen. Verstehst du? Weißt du, das ist aber so schlimm, das würde hier fast viele gar nicht verkraften. Als Frau, als junge, also als eine Frau, wo du denkst, dass du verheiratet bist, also als christliche Frau. Du weißt ja, also von meinen Gedanken, wo ich in den Islam gegangen bin, das ist ja normal, dass bei dem Christentum zum Beispiel oder auch bei uns, das ist normal, dass Mann und Frau gibt und nicht noch mehrere. So, und ich bin so naiv da reingegangen und habe so gedacht, dass das da auch so ist. Nein, Leute, ich war so oft beim Frauenproblemenarzt, wie ihr gar nicht euch vorstellen könnt. Ihr könnt das euch gar nicht vorstellen. Ich war ständig krank wegen meines Mannes, weil der seine Gelüste nachgegangen ist. Das ist normal. Der hat zu mir gesagt, was redest du? Das ist normal. Ich hab nichts, du bist die Schlampe. Ja, also. Das ist Dinge, was ihr gar nicht, diese Dimension, das ist, und der lebt wirklich danach. Das ist, der macht Praktiken, der ist sogar immer nach Türkei und keine Ahnung, nach Mekka, der ist überall hin gewesen. Und wo dieser Mann zurückkam, der wurde immer extremer. Immer extremer. Ja, das wurde immer extremer. Und das ist das ja. Das kann, sorry Leute, ihr könnt mich hassen, ich lese noch nicht mal die Kommentare. Hab Angst davor. Ne, aber das ist meine Geschichte. Das ist meine Geschichte. Ich habe den Islam so wie den Christentum erlebt. Ich bin jetzt unter den Kafirs, wie man das so nennt. Ja, und bei den Also die Kafirs, Kuffar, bei den nicht Kafir, Kuffars, genau, bei den Kuffars, Kuffar.
Genau, bei den Kuffars geht mir so gut, also die tun mir gut, die reden mit mir über Jesus, die lieben mich, die unterstützen mich, die bringen mir sogar bei, wie man kämpft als Frau. Aber natürlich mit Aus dir Liebe, wird noch eine mit richtige Liebe. Ninja-Kämpferin. Ja, aber natürlich nicht, dass man da drauf geht, so wie bei Dschihad oder so, dass man, wenn man sich als Frau verteidigen sollte, sparen, ne? Also spaßerisch, dass du für dein Selbstbewusstsein was tust. So bring unsere ungläubige Brüder mir bei, dass man Selbstbewusstsein und Liebe von also von Jesus erfahren darf. Dass man mich wieder aufbaut und mich dahin bringt, wo ich hingehöre, zu Herr Jesus Christus. Also ich fühle mich jetzt wirklich sehr, sehr gut. Ich fühle mich sehr, sehr gut. Ich fühle mich frei. Ich darf machen, was ich möchte. Natürlich Du in hast die Gottes Wahrheit Wege. erkannt, kennst du den Vers, Genau. ne? Ihr Ja, werdet die ja. Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Amen. Johannes 8, Vers Genau. 12. Genau, also ich fühle mich bei den Ungläubigen sehr gut. Also. Bei den wahrhaftigen Gläubigen, bei den wahrhaftigen Gläubigen. Genau, ne? Also, aber die sagen ja, wir sind ungläubig. Also ich fühle mich sehr gut bei euch. Also bei euch fühle ich mich sehr wohl und ich darf sein, wer ich bin. Und Gott liebt mich so, wie ich bin. Und mit meinen Fehlern hat er mich angenommen und vergeben. Und ich muss nicht fünfmal am Tag beten und hoffen, dass er mir das vergibt. Ja, und hoffe auch noch, dass er mir das vergibt. Ich hoffe es dann vielleicht. Vielleicht, vielleicht. Nee, mein Gott vergibt mir, wenn ich den anrufe und wirklich von Herzen Buße tue, ne? Ja. Amir, ich hoffe, du bist noch da. Ich bin wirklich glücklich, dass ihr zu mir so nett seid. Aber das geht wirklich nicht darum, dass ihr nett seid zu mir. Ich bin wirklich froh, dass ich Gott gefunden habe. Ich bin eine andere Seite und mir geht es hier besser. Und man kann sich nicht vorstellen, wenn man jeden Morgen aufsteht und das Gefühl hat, dass da eine Wolke über einen steht. Aber jetzt ist jeden Morgen bei mir die Sonne und das tut mir gut und ich freue mich auf alles, was dann noch auf mich zukommt. Ich freue mich einfach. Ich danke euch, Damir ist bestimmt wieder am Telefonieren. Ja, danke für eure herzlich willkommen sein. Ich fühle mich bei euch wirklich. Ja, ich war mal Muslimin, Hamudi. Und ich muss schon sagen, ich habe alle beide Seiten meines Lebens, also vom Christentum sowie auch den Islam erleben durften. Ich habe die Bibel durch meinen Vater gelehrt bekommen. Und bevor ich zu den Islam gehen wollte, hat mein Vater mich sogar noch gewarnt. Weil mein Vater, der hat die Bibel mehr als studiert, der ist schon, seit er denken kann, lebt er mit der Bibel. Und Hamudi, ich muss schon sagen, ich habe beide Religionen erleben dürfen. Alle beide Religionen hat mir gelehrt, dass der Herr Jesus Christus der wahre Gott ist. Ich habe beide Religionen erleben dürfen. Beide. Und deswegen, Amudi, denk mal darüber nach, lest dein Koran mal richtig, hinterfrage alle Fragen, gehst du deinen Imam. Meiste Zeit, wenn man zu dem Imam geht, das, was ich gemerkt habe, die haben keine Antwort für mich. Die hatten keine Antwort. Die könnten für meine Fragen nicht gerade stehen. Ja? Die könnten nicht gerade stehen. Die könnten nicht für mich gerade stehen. Und das ist das ja. Aber wenn ich jetzt zu meine gläubischen Brüder gehe und jede Frage, was ich habe, die können mir das zeigen, beweisen mit Vers, mit alles, was die haben, beweisen sie mir, dass ich den wahren Weg angenommen habe. Bei dem Islam, wenn ich Fragen hatte, ich konnte jeden fragen, keiner konnte mir antworten. Nicht wirklich. Also nicht das, was ich gefragt habe, kam die Antwort. Ja? Das ist das Schlimme. Das ist das Schlimme. Ich habe auch mal gefragt, warum. Man sagt ja, dass der Mohammed so sauber war, weil ich kannte ja der Herr Jesus Christus. Ich weiß, dass er wegen meinem Vater ohne Sünden von der Welt gegangen ist. Und ich habe gefragt, wie die drauf kommen, dass der Mohammed sauber war, weil der hat ja gemordet. Der war ja ein Christ, der hat ja Kriege geführt. Der hat ja richtige Kriege geführt. Der Herr Jesus Christus hat nie Kriege geführt. Der Herr Jesus Christus, der hat nichts Böses getan.
Das bist, man muss mal vorstellen, wo ich 33 Jahre alt war, hatte ich mehr Sünden als, ich weiß nicht. Ja, aber der ist mit 33 aus dieser Welt gegangen, sündenfrei. Wie geht das? Wie geht das? Das konnte mir kein Imam erklären. Keiner. Keiner könnte mir das erklären. Die könnten mir nur sagen, der Mohammed war der beste Mann. Wir müssen, das ist unser Beispiel. Das wird nicht hinterfragt. Das ist von Allah. Das ist halt so. Aber wenn ich das frage, wie kommt ihr denn drauf, dass Herr Jesus Christus unser wahrer Gott ist? Ich kriege jede Antwort. Ohne Verbergung, ohne irgendwelche Umschweife. Und ich kann sogar das auch nachprüfen. Und wenn ich das wirklich prüfe, kann ich das nicht leugnen. Wenn man wirklich prüft, kann man nicht leugnen. Und wer leugnet, ist einfach das Herz verhärtet oder blind und taub und stumm. Danke dir für deine Worte, meine Liebe. Gott segne dich. Dir auch, Emir. Danke für Okay, deine Zeit. dann bis zum nächsten Mal, ja? Bis Danke zum für nächsten dein Mal. Tschüss, Feuer. tschüss. Ja, Ciao, danke ciao. dir auch. Das ist die Ciao. Wahrheit. Ja, Ja, tschüss. Amen. Ja. Amen. Ja, betet auch für ihren Mann, ne? Dass er ja, selber da rausfindet aus diesem Kult. Amir, mein Bruder, Gott segne dich. Gott segne dich auch, mein Lieber. Der Herr Jesus Christus möge deine Familie und dich segnen. Amir, nach so einer traurigen Geschichte müssen wir mal ein bisschen lachen. Und zwar, ich studiere auch gerade Sahih al-Bukhari und so weiter. Und da steht, dass Mohammed die Potenz von 38 Männern hat. Ja, stimmt. Welcher Hadith war das Ich nochmal? habe leider, bin nicht zu Hause, ich bin im Büro, ich habe das zu Hause aufgeschrieben. Ich würde es gerne schicken. Ah, schade. Ich habe Ja. das auch gestern gehört. Ne? Der Hamid Abdel Samad hat das auch in seinem Video erwähnt. Da hat er so gefragt, so meint er, wie haben die überhaupt festgestellt, dass der von 39 hatte oder 40 hatte oder was? Wieso kommen die auf diese Zahl? Das wollte ich auch wissen. Wie haben die das gemessen damals? Aber nicht nur das, in einem anderen Hadith wird gesagt, dass er die Stärke von 100 Männern hat. Und dass man auch die Stärke von 100 Männern im Paradies hat, um das mit den Hulul Ayn auszuhalten. Wahnsinn. Ach so, und eine Erektion dauert 70 Jahre im 70 Paradies. Jahre lange Dauererektion. 70 Wahnsinn, ne? Jahre lang. Ohne Schmerzen. Das kannst du dir mal geben. Eigentlich müssen wir für die Muslime tagtäglich weinen. Wir müssen tagtäglich weinen und den sagen, was dir da nur angerichtet. Warum erkennt ihr das denn nicht? Bruder, wir machen bei uns Dauer. Wir gehen jetzt auf die Straße. Ihr geht jetzt evangelisieren? Wir gehen raus, ja. Wir haben uns dafür entschieden, rauszugehen. Wir dachten, wir müssen mal was machen. Amir, der zeigt sein Gesicht, der traut sich das und wir machen gar nichts. Wir müssen raus und es kommt gut an. Wir haben kein Problem, es kommt gut an. Okay, möge der Herr euch segnen, behüten und Amir, beschützen. möge Gott, der Herr Jesus Christus, dich und deinen Bruder segnen für eure Arbeit. Ich Amen. hoffe, Gott beschützt dich. Dass du immer weiter mehr Muslime aus diesem Sektenkult, aus dieser Pädosekte rausholst. Amen. Dankeschön, Amir. Gute Fahrt. Gott segne dich, mein Lieber. Gott segne dich. Danke dir. Hallo? Hi, Gott segne dich und deine Familie. Hallo Amir, ich habe nicht viel zu sagen. Ich wollte mich nur bei dir bedanken. Ich bin selber orthodoxer Christ. Danke für deine Arbeit, ja? Gott segne dich, mein Lieber. Ich hoffe natürlich, dass du ein wahrhaftiger Nachfolger des Herrn bist, dass du von neuem geboren bist. Gott segne dich, Amir. Gott segne dich auch, mein Lieber.
Hallo. Achi, heute, bisschen, ich muss dich wieder zum Lachen bringen, ja? Okay, Moment. Da sagt der Vater zu seiner Tochter, nein, du willst die Arbeit kündigen, weil du das Kopftuch auf der Arbeit nicht anziehen darfst? Wenn wir, wer soll dich denn überhaupt versorgen? Achi, la ilaha illallah, subhanallah. Achi, wenn Allah will, dass deine Tochter den Job verliert, sie wird nie jetzt in diesem Moment verlieren. Mensch, wer kann was gegen Allah tun? Wisst ihr, was die Kuffar gesagt haben? Die Freunde von Abu Talib in dem Feuer des Jahannams. Allah! Und was sagen wir? Der lass mich raten! Lass mich raten! Lass mich raten! Das ist Vampir Vogel! Und Audu Villa, vergiss diesen Arbeitgeber! Nächste Woche heute. Das ist Vampir Vogel, ich kenn das! Heute ich kenn das, das ist Vampir Vogel! Heute nimmt sie ihr Kopftuch ab. Morgen lernt sie den Stefan, Peter oder den Ex-Muslim kennen. Und dann wird sie im Sinne irgendwo ein Buxtehude leben. Wir sind hier auf dem Nullpunkt. Schau dir die Casinos an. Schau dir die ganzen Bordells an. Ja, Mann, was ist da los? Ach, wir sind auf dem Nullpunkt gelangt. Ach, wir sind auf dem Nullpunkt gelangt. Ja, Mann, seine Sprüche sind gut, musst du wirklich sagen. Ja, der ist nicht schlecht. Aber weißt du, was natürlich, der ist charismatischer, der Biervogel. Weißt der du, weiß genau, wie er redet und wie er die Leute so in seinen Bann zieht. Also ich fand's heftig, wo er so, kennst du das, wo er saß und dann den gegen den Tisch so richtig gehauen hat? Ich schwör's dir, er kam so wie der, eins wie der Führer, weißt du? Der sich da so hinstellt. Natürlich. Mal, wenn man sich das anguckt. Das denkt, müssen die Leute endlich kapieren! Da kommen nicht alle Tassen im Schrank, weißt du? Eine Schraube locker. Jetzt wollen wir mal ein bisschen sachlicher werden, mein Freund. Deine Tochter! Hört sie! Bei mir sagt er, deine Tochter! Bist du wieder zu, da? Bist du wieder da? Warte! Ich muss einmal, warte ganz kurz, warte. Pia Vogel Ausraster. Hör zu! Ja. Das müssen die Leute kapieren! So, jetzt wollen wir mal wieder ernst werden, ja? Wir haben genug gelacht. Nicht wie die ganzen Dorfprozente, ja, vom IS oder dem anderen Spastis. Von anderen Spastis! Amir, ich habe eine Frage. Ja. Hast du den Vogel schon mal persönlich getroffen oder irgendwo gesehen? Ja, ich habe ihn nie gesehen. Noch gar nicht, ja? Also, hast du eigentlich mal so... Aber man muss schon zugeben, der ist schon ein cooler, charismatischer Typ, aber das, was er davon nicht gibt, ist schon heftig. Ne? Das ist schon heftig. Nein, ich sag dir ehrlich, ganz gefährlich. Ne? Also, wenn er wirklich seine Gedanken äußern würde, weil ich kann mir gut vorstellen, dass er noch weitaus Schlimmeres in seinen Gedanken hat, als das, was er ausspricht, weißt du? Ja. Wenn er ehrlich wäre und alles, was er in seinen Gedanken über den Islam herausgefunden hat, äußern würde, wäre er morgen sofort im Gefängnis. Guck mal, mein Freund, ich möchte eine Sache auch gerne sagen, apropos Islam. Ich bin der Meinung, mein Freund, du kannst in jeder Religion, also sowohl im Christentum als auch im Islam, kannst du viele Sachen finden, die einfach, sage ich dir ehrlich, auch bei euch in der Religion, die, ich habe da auch schon einiges gehört, also einige Geschichten durchgelesen. Natürlich ist mal, was kannst du denn Herrn Jesus Christus eine Sünde nachweisen? Also Jesus pro Christus nicht, der ist ja aber auch laut dem Islam sehr sinnfrei. Ja, aber ist ja auch laut dem Islam, das musst du auch wissen. Ihm kann keine eine Sünde nachweisen. Du hast im Alten Testament... Wer von euch kann mir nur eine Sünde nachweisen? Und sie alle gingen weg. Ja, aber wir stehen doch dazu. Also wir Muslime, sag ich mal, stehen doch dazu, dass der Prophet Isa alaihi salam keine Sünden hatte. Aber warum hatte er keine Sünden? Warum hatten alle Sünden und er nicht?
Also ich würde nicht sagen, dass der Prophet im Din Angelegenheiten Sünden gemacht hat. Ich guck mal, falls du mit Hadithe kommst, ich sag dir ehrlich, mein Freund, ich selber sehe den Koran als Sahih, aber nicht die Hadithe, nicht alle Hadithe. Ja, dann bist du irgendwie so kriegst du mich damit nicht. Mal. Guck mal, Ex-Muslim, mich kriegst du damit nicht, mein Freund. Mit den Hadithen. Guck mal, ich sag dir ehrlich. Siehst du, weil du dich schämst, was ich mir wünschen würde? Unfassbares raushauen, ne? Guck mal, mein Freund, was ich mir nochmal wünschen würde, diese Differenzierung. Guck mal, das, was du wirklich kritisierst, das, was du wirklich schlecht, also beziehungsweise zu Recht auch schlecht darstellst, das sind diese Sekten, sag ich dir ehrlich. So wie Salafisten. Ja, zu welcher Sekte gehörst du denn? Nein, das ist nicht. Ich bin ein Muslimbruder, der sein Gebet macht, der wenn der Monat Ramadan kommt, sein Fasten macht, aber allgemein den Islam so in ein schlechtes Licht darzustellen, weil guck mal, das Gleiche könnte man auch mit dem Christentum machen und du weißt, ja, aber du weißt. Du kannst es mit Christentum machen, aber doch nicht mit Jesus Liebe. Christus. Nein, mit dem, guck mal, das, wer bist du denn dann? Das, ich verstehe nicht, was du bist, mein Freund. Du bist kein Christ, du bist nur Jesus-Anhänger oder was? Seit wann gibt es das denn? Wir folgen dem Herrn Jesus Christus, er ist doch unser Herr und unser Gott. Auf welcher Grundlage? Auf der Grundlage des Neuen Testaments. Was erzählst du denn da für ein Quatsch? Also das Neue Testament ohne die Hadithe. Warte mal ganz kurz. Wie willst du denn beten ohne die Hadithe? Du hast doch gerade gesagt, ich bete und mach diese mal wieder. Weißt du, dass viele Autoren im Neuen Testament immer wieder steht, Autor unbekannt? Weißt du das? Okay, wer ist denn der Autor des Korans? Aber was Subhanahu wa ta'ala? Na, das stimmt nicht. Der Tage des. Na, guck mal, geschrieben haben das andere. Aber Allah Subhanahu wa ta'ala ist derjenige. Guck mal, ich sag dir eine Sache, Habibi, du sagst immer wieder, der Koran sei verfälscht. Ich sag ist er doch. Das, guck mal, ich sag dir, warum das gar nicht möglich ist. Weißt du, warum das okay, nicht welcher möglich ist? Koran ist denn der richtige? Der von Wash oder der von Hafs? Guck mal, diese arabische Bezeichnung oder diese Araber... Welche Koranversion ist die richtige? Hafs oder Wash? Guck mal, sinngemäß, inhaltlich ist alles gleich. Es gibt nein, da das stimmt nicht, das stimmt nicht. Sowohl vom Inhaltlichen als auch von der Rezitation, nein. Von der Art und Weise, wie es geschrieben wurde, alles weißt ist du, anders. Weißt du, warum das nicht geht, Habibi? Guck mal, auch heute, hör zu, es sind Millionen Menschen, Ex-Muslim, es sind Millionen Menschen, die das auswendig können. Komplett. Solche ja, aber Videos du siehst, dass das auswendig lernen nichts gebracht hat. Heute gibt doch. Es mehr als 36 Koranversionen. Ja, was willst du, zeig doch mal deine Bibel, guck mal, mein Freund. Ja, unsere Bibel hat 5000 Abschriften. Okay. Warum nimmst du das Alte Testament nicht an? Das bestbezeugteste und traurigste Buch ist die Bibel, nicht der Koran. Der Koran ist eine Katastrophe. Ex-Muslim, warum nimmst du denn nicht das Alte Testament an? Das ist doch viel authentischer. Hab ich doch. Wir nehmen sowohl das Alte als auch das Neue Testament. Bruder, ich lese manche Sachen durch. Ich habe nachgeschaut, was du gesagt hast. Du hast gesagt, schau nach. Ich habe geguckt, es sind sehr viele Zahlenbeispiele falsch. In einem Vers steht bei euch, so und so viele haben an der Schlacht teilgenommen. In einem anderen Vers ganz anders. Und auch das mit 6000 Jahre. Das ist doch diese behämmerten 101 Widersprüche von Shabi Ali. Da musst du im Internet gehen und ja, einfach 102. Ja, das wurde widerlegt, habe ich mir angeschaut. Ja, siehst du, warum kommst du so ein Blödsinn, ey. Amir, eine Sache, Amir, guck mal, ich sag muss dir, weiter, Amir, ich habe das Gefühl, guck mal, Habibi, ich habe das Gefühl eigentlich, dass du intelligent bist. Normalerweise, weißt du? Aber weißt du, weißt du, ich sag dir als eine Sache, guck mal, ich bin der kurdische Politiker, ich bin über die kurdische TikTok-Szene heute mal hochgekommen, ich habe ein anderes Account, ich mache hier eigentlich nur Politik und so. Auf jeden Fall will ich dir eine Sache sagen, Habibi, mit einer Aussage, da hast du dich ein bisschen, finde ich, lächerlich gemacht, dass du glaubst, dass die Erde 6000 Jahre alt ist, weil die Bibel das sagt. Bruder, meine kurdische Geschichte, meine kurdische Ethnizität, die ist schon länger als 6000 Jahre. Das kann ich dir nachweisen. Ja, nein, lieber, du kannst das ganz einfach herausfinden. Sogar Dr. Roger Nidi hat das auch gestern noch bewiesen. Sogar ich habe das heute sogar noch gesehen. Nein. Die DNA-Stränge sind zurückzuführen zu Eva und sie sind ungefähr 6000 bis 6500 Jahre alt. Das war's. Nein, das stimmt nicht. Guck mal, ganz kurz, lass mich. So einfach geht das. So einfach. Und dann sagt er, der ist Muslim.
Konferenz im Rahmen des Abends gab es einen in Deutschland. Nationale jüdische Heimstätte zu schaffen. Und das war eine Erschütterung, wir können das uns kaum vorstellen. Dann kam der Zweite Weltkrieg mit den Judenverfolgungen und Vernichtungen, 6,5 Millionen Juden wurden vernichtet. Das hat für kurze Zeit in der Mehrheit der Vereinten Nationen Mitleid geweckt, sodass die Mehrheit bereit war, im November 1947 Ja zu stimmen für die Schaffung eines Judenstaates auf islamischem Boden. Und das wurde im langen Voraus klar erklärt, wenn das so weit kommt, dann werden wir den Judenstaat in der Wurzel vernichten und ausradieren. Dann kam dieser schreckliche Unabhängigkeitskrieg 1948-49 unmittelbar auf die Ausrufung des Staates Israel am 14. Mai 1948. Und das hat damit geendet, dass alle muslimischen Länder sich gegen Israel gestellt haben. Dann kam ein Krieg nach dem anderen. Und jeder Krieg wurde verloren. Das Verheerendste war dann 1967, als man beschlossen hatte, unter muslimischen Führern, jetzt radieren wir den Judenstaat endgültig aus. Nach 6 Tagen waren alle Leute geschlagen, an 3 Frontabschnitten. Muslimisches Gebiet wurde dadurch erobert. Das hat eine sehr tiefe Erschütterung gegeben, da genau in der Folge des 6-Tage-Krieges ist da der Ich muss das finden, ich muss euch das zeigen. Das habe ich heute. Guck mal, der kommt mit diesem Zeugs und der Herr hat mir das sogar noch heute gezeigt. Und der Koran lehrt über Isa. Nun ist es so: Das Alte Testament wurde ja schon vollendet. Neues Testament. Weiß das vielleicht jemand von euch, wo der heute, also ich habe das heute gesehen, wo er über die DNA spricht, dass wir alle einen Urvater und eine Urmutter haben und dass die Erde circa, also die Wissenschaftler haben wirklich herausgefunden, dass sie so 6.000 bis 6.500 Jahre alt ist. Und schließlich kam die Begründung durch Augustin. Die Kindertaufe rettet den Menschen. Aber jetzt gab es ein Problem. Ein konkreter Fall. Und den man dann... Thank you.
vorgab, er sei quasi der Abschluss der göttlichen Offenbarung des Alten Testaments, des Taurat, und des Neuen Testaments, des Injil. Er sei jetzt das Siegel. Er lehrte, Jesus Christus ist nicht im Fleisch gekommen, sondern er sei einfach als Fleisch erschaffen worden. Und damit ist er enttauft. Und hier wird erklärt, das ist der Geist des Antichrists. Vers 3. Doch, aus dem Nichts stimmt schon. Allah spricht ja in Sura 4, 171, dass der Herr Jesus, also der Isa aus dem Koran, das Wort von Allah ist, das der Maria eingeboten hat, aus dem Nichts. Also hat Allah gesprochen und in die Farja von Maria, Entschuldigung, dass ich das sagen muss, aber das ist so in Sura 21, Vers 91 bis 92. Da sagt der Allah, wie er das gemacht hat. Er hat in die Vulva von Maria eingehaucht. Sein Wort hat er da reingetan. Wo war denn dieses Wort von Allah? Wo war denn Isa die ganze Zeit? Mit Allah in Ewigkeit schon da. Er ist nämlich Gott selber. Und das ist das Problem, was der Islam hat. Ne? Da kommt er auch nicht raus. Ne? Mit dem Wort und dem Geist. Allah sagt in Sura 471, dass Jesus das Wort von Allah ist und sein Geist. Jesus ist das Geist von Allah. Ist der Geist von Allah. Ja, geh. Hier, Rabbi El-Zain, geh dahin. Sura 471. Isa ist das Wort Kalam von Allah und sein Ruh, sein Geist. Heftig, ne? Anatomiestunde in der Schule und der Lehrer, ein gescheiter Mann, Doktor der Biologie und der Kopf. Ich mag mich noch erinnern an eine Anatomiestunde in der Schule und der Lehrer, ein gescheiter Mann, Doktor der Biologie, ich habe mich gut mit ihm verstanden und er hat auch Freude gehabt an mir, habe ich gemerkt, aber da haben wir gar nicht übereingestimmt und er hat gesagt im Unterricht, diese Ähnlichkeit ist ein Beweis für die Abstammung. Falsch, Denkfehler. Die Ähnlichkeit ist kein Beweis für Abstammung. Das wäre höchstens eine denkbare Möglichkeit. Aber man kann das auch erklären, dass es eben einen Schöpfer gibt, der hat eine Grundidee gehabt und die hat er abgewandelt. Und darum finden wir die Ähnlichkeit bei Gorillas, aber auch bei Hühnern. Es gibt auch zwischen mir und Hühnern Übereinstimmung. Ja. Und zwar, der Kopf ist auch ganz oben. Und Hühner haben auch zwei Beine, wie ich. Und Hühner, ja, die haben Flügel. Aber die Flügel entsprechen eigentlich meinen Armen. Wo haben die noch Federn dazu, ja? Und woher diese Ähnlichkeit? Weil der Schöpfer eine Grundidee hatte bei Lebewesen und die hat er in ganz vielen Variationen ausgeführt. Aber es hat mit Abstammung nichts zu tun. Ja gut, jetzt sagt der Atheist. Das ist deine Überzeugung, okay? Und deine Überzeugung, dass ich von Vorfahren, von gemeinsam... Wo steht das nochmal, dass Isa der Geist von Allah ist? In Sura 4, 171. Sura 4, 171. Sveti, du, kannst du das mal bitte anpinnen? Sura 4, 171, einen Kommentar anpinnen. Damit die Leute das selber nachlesen. Ja, genau, danke dir.
Dr. Reza, sein Internet ist gedrosselt. Der hat leider sehr viel Internet, Gigabytes verloren. Durch die ganze Hetzologie hier. Danke dir, Sveti. Gott segne dich. Gott segne euch alle, ihr Wundervollen, ihr Gesegneten. Ihr könnt euch so glücklich schätzen, dass ihr eine Entscheidung für Jesus getroffen habt. Halleluja. Kann mir mal bitte einer sagen, wo ich dieses Video finden kann, bezüglich, wo er über die DNA spricht, dass die Erde 6000 bis 6500 Jahre alt ist? Dann können wir das zusammenhören. Auf YouTube, ja, aber was muss ich da eingeben? Lass mich bitte kurz hoch. Ja. Amir, danke, dass du mich hochgenommen hast. Ja. Ich hab den Pferd jetzt. Salam alaikum. Warte ganz kurz, Eva. Okay. Ich habe meine Frau angerufen, dass sie mir das schickt. Das ist Sahih al-Bukhari 268. Sahih al-Bukhari 268? 268, Buch 5, Hadith 21. Ja, das reicht, glaube ich, schon. Sahih al-Bukhari 268, ne? Dann findet man das schon, glaube ich, ne? Und nochmal kurz, da war gerade jemand drin, der sagte, die Erde ist so und so viele Millionen Jahre alt. Guck mal, wie einfach das ist. Da hat mal einer für einen Menschen zurückgerechnet. Mutter, Vater, Oma, Opa, Uroma, der hat einfach über eine Million Jahre oder über 10.000, 20.000 Jahre zurückgerechnet. Da müsste für einen Menschen 30 Milliarden Menschen gelebt haben. Das geht mit keiner mathematischen Rechnung auf. Also die Erde kann nicht so alt sein, wie die sagen. Das geht gar nicht. Da hätten sie nicht viele Menschen gelebt. Und so sieht es aus. Die versuchen, die breite Masse in eine Art Atheismus zu verführen. Verstehst du? Guck mal, wir hatten Anfang des 19. Jahrhunderts eine Milliarde Menschen auf der Welt. Nur eine Milliarde. Und für einen Menschen, wenn die da ein Million Jahre zurückrechnen, müssten 30 Milliarden gelebt haben. Also die Erde kann nicht so alt sein, wie die sagen. Das ist eine ganz einfache Rechnung, damit ist die ganze Ideologie von denen zerstört. Amen. Sehr gut. Mal was dazu sagen. Okay, ciao, Junge. Okay, danke dir, mein Lieber. Ja, Gott segne dich. Danke. Ciao. Darf ich reden? Ja, du hast deine Hintergrundgeräusche sehr, sehr laut. Immer noch? Ja, ein bisschen besser. Okay, also schon eine Frage. Also, ich weiß genau, dass du Moslem bist und alles für die Klicks tust. Ich tue alles für die Klicks? Ja, aber das bringt dir nichts weiter. Also, wenn ich mich von morgens bis abends mit Mord bedrohen lasse und jeden Tag mein Leben zu Ende sein muss, ist oder sein aber kann, warum? Dann mache ich das alles für Klicks, ne? Okay, aber ich habe eine Frage jetzt. Sehr gut. Sehr gut. Hör mir doch nur zu. Ein sehr, sehr heftiger Atomphysiker. Nein, hör mir doch nur zu. Atomphysiker, okay? Du hast einen Hardcore-Abschluss in Atomphysik. Ja, okay, egal. Sehr egal. Gut. Ich hab nur eine Frage. Marshallah! Eine Frage. Ja, sehr gut. Sehr gut für Klicks. Alles für die Klicks, genau. Alles für die Klicks bei so einem Thema. Die ja, Leute klatschen alle in die Hände blähen. Alle bitte einmal mal, klatschen für Apple. Lass mich doch nur ausreden. Glaubst du, dass Jesus Gottes Sohn ist? Oh, Amir, was geht, Bruder? Hallo, wie geht's dir? Gott segne dich für deine Familie, Omar. Danke dir, Bruder, dir auch, Mann. Wie geht's, Reza? Wie geht's der Familie? Ja, alles super, alles bestens soweit. Gott sei Dank. Nehmen wir dich wieder auf, ne? Was war das denn für einer eben, bitte? Ich mach das alles für Klicks. Also ich mache alles für Klicks, dass ich mich mit Mord bedrohen lasse. Für Wahnsinn, Klicks. Wahnsinn. Also die haben wirklich Fantasien, das ist unglaublich. Das ist geisteskrank.
Das ist schon heftig. Also ich finde, okay, wenn er seine Meinung hat, aber nicht so ein Scheiß labern. Also da bin ich überhaupt nicht für. Aber ich sag ja, dir, also, ehrlich, muss man ja auch ein bisschen weiterdenken. Ne? Man muss man auch ein bisschen Na klar, du hast ja Amir. Ja. Du hast dich stumm geschaltet. Da ist er raus. Hallo? Hi, Gott segne dich und deine Frau. Hi, Gott segne dich auch. Dr. Sheikh Abu Amir. Ja. Boah, was war das denn für. Ja, vielleicht so leben. Gott segne dich und deine Familie. Wie geht es dir? Danke. Boah, du ruckelst stark. Ja, boah, ich bin viel am Ruckeln. Im Hetzmobil. Schau mal, ich will auch Hetzologie studieren. Welche Universität würdest du mir empfehlen? Nur meine. Ah, wo befindet sie sich denn? Da kann ich nach Schweinfurt gehen, so Sheikh Ibrahim. AK Schweinfurt. Da kann ich mich schon mal immatrikulieren. Was bekommen Sie denn schon als Belohnung für die Immatrikulation? Das war schon beides. Ja. Boah, der Livestream laggt extrem gerade. Ja, warte, ich lade das nochmal neu. Alles gut, kein Thema. Ne? Ja, jetzt ist ein bisschen besser. So, ja, ich habe keine bestimmte Frage. Ich muss das System immer wieder neu laden, weil ich auf der Autobahn, im Wald unterwegs das stimmt. bin, auf Bauernhöfen unterwegs bin. Das stimmt. Ich muss sehr viel Material abholen, sehr viel Material. Wieder ein Plan gegen ABK. Musst du die Shisha-Bars beliefern mit dem Tabak? Beste Qualität. Ich will die größte Shisha-Bar in ganz Deutschland eröffnen. Auf der Sonnenallee in Neukölln oder wo das ist, da in Berlin. Auf der Sonnenallee. Bei den Arabern. Alter, ja, aber das ist der Wahnsinn, was manche denken, dass du das einfach nur für Klicks und Geld machst, dich da hinstellen lässt, fast ermordet wirst. Ja, weil ich gerade bei dem Thema, du weißt ja, wie der Islam ist. Gerade ja, bei dem Thema. Das ist echt der Wahnsinn. Ja, konkrete Fragen habe ich jetzt nicht, beziehungsweise wollt ihr auch ein Wort zur Ermutigung geben, weil ich bin fast bei jedem Livestream dabei. Du machst echt einen tollen Job. Und Gott segne dich, mein Lieber. Gott segne dich auch. Ich hoffe, dass du auch sehr viel lernst und immer gut zuhörst und das aufnimmst, verstehst du? Ja, ich versuche immer mit einem offenen Verstand, mit einem offenen Geist immer die Sachen heranzugehen. Ja, ich war ein paar Mal auch bei deinem Bruder live mit dem Danny und jetzt auch bei dir. Ich muss sagen, die Dr. Sheikh Abu Amir Heads Morning Show jeden Morgen, es gibt nichts Besseres. Ist wie das Frühstücksfernseher. Ja, ist doch so. Jeden Morgen, was gibt es Besseres zum Frühstück? Ich glaube, hier auf TikTok habe ich auch schon Legendenstatus, ey. Oh. Musst du dir mal vorstellen, ich komme hier in TikTok, auf einmal bin ich auf allen For You-Pages, ey. Das ist krass. Ja, weil natürlich so ein Thema ist extrem polarisierend. Ne? Ja, ja. Boah, man. Okay, gut, beim Autofahren kann man sich nicht auf den Chat konzentrieren, aber was manchmal man so liest, da kann man einfach nur echt den Kopf schütteln. Ja, da so. Siehst du die Liebe der Muslime wieder, ne? Ja. The love of the Muslims. Ja, der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam wird das ausgesprochen. Eigentlich müsst ihr den ganzen Tag das Lied singen. Love is in the air. Na, 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 na. Love is in the air. Oh Mann. So much love is in the air. Und dann tanze ich mit denen so die ganze Zeit. Love is in the air. Mann. Und dann werde ich so weitergereicht. Kopf ab, Hände ab. Mann. Ja,
Ich war vor 2 bis 3 Tagen mit einer älteren Frau live. Die war, also die hat von sich behauptet, die wäre ja Atheistin gewesen, hat aber gesagt, ja, ich unterhalte mich mit meinen muslimischen Brüdern, so etc. pipapo, ne? So, und dann habe ich das benutzt, was du immer so aufführst mit sunna.com, also die Livestreams auf YouTube. Da ich, ja, genau, die meinte vorher, hatten die Menschen im Konzil von Nicea den Heiligen Geist, so, und die haben die Trinität hinzugefügt, ne? Ich muss erstmal den Kopf schütteln, ich habe gesagt, nee, Mann, ich muss da live gehen. So, ich habe ja ein paar Sachen aus dem Alten Testament gezeigt, ne? Beziehungsweise zum Beispiel Jesaja, dass das alles auf den Herrn Jesus prophezeit ist. So, und was hat sie die ganze Zeit gemacht? Sie stand da, hat die ganze Zeit nur so dieses verlegene Lächeln einfach gemacht, ne? Weil die keine Antwort hatte. Da sage ich, okay, jetzt kommen wir zum Islam. So, ich habe nur eine Sache erwähnt, dass der Prophet Mohammed, wie auch immer der heißt, eine 6-Jährige geheiratet hat, und er scheint ja, consumed the marriage when she was 9 years old. So, sie hatte die Ehe konsumiert, also ich sage auf Deutsch, sie hatte die Ehe konsumiert, als sie 9 Jahre alt war. Ey, weißt du, was passiert ist? Ne? Binnen von 3 Sekunden, wirklich binnen von 3 Sekunden, aus dem Livestream rausgeschmissen, gemutet und gesperrt. So, da habe ich wieder mit meinem Zertakont bin ich da reingegangen. Ne? Ich habe gesagt, warum hast du mich gesperrt? So, lädst du doch die Leute ein zur Diskussion. Ja, konnte mir einfach nichts sagen. So, weil ich habe dir dann nachher gesagt, du weißt es doch, es gibt die Hadith. Ich so, ja, die gibt es. So habe ich gesagt, ja, wenn der gerade Sahih ist, ne, dann braucht man da nicht zu diskutieren. Einfach annehmen. So, die so, ja, dann sage ich, dann vertraue auch nicht irgendwelche TikTok-Imame wie Issam Bayan oder etc., sondern ne, die Hochgelehrten. So, ja, wieder gesperrt. So, und deswegen, das wollte ich auch sagen, das, was deine Arbeit, die du machst, die ist hervorragend, weil die kann man auch nutzen, um die Menschen aufzuklären. So, ja. Aber ich fand das ehrlich so Wahnsinn, Wahnsinn. So. Okay, mein Lieber. Gott segne dich, ja? Danke, mach's dir gut, auch. Lieber. Gott segne dich, ciao. Ciao. Kurdischer Politiker ist das. Jetzt kommt er mir mit kurdischer TikToker, jetzt ist er kurdischer Politiker. Der gibt nicht auf. Hallo Amir, ich habe lange versucht, dich auf Instagram anzuschreiben. Mal 2 Fragen. Du nennst dich ja auf Dr. Sheikh Amir. Wie auch immer, wie kam das auf, dass du dich Dr. Sheikh genannt hast? Das ist doch nur ein Scherz, Mann. Ich bin doch kein Dr. Sheikh. Ich versuche die ganzen Leute mal nur so weitestgehend darauf nur aufmerksam zu machen. Das ist halt so lächerlich. Da kann ja jeder sich ein bisschen Wissen aneignen und sich einfach so Doktortitel, Dr. Sheikh-Titel. Jeder ist ja Sheikh geworden hier in Deutschland. Jeder ist auf einmal hat einen Imam-Titel und jeder denkt, er hat voll Wissen und so. Ja gut, da kann ich auch sagen. Alles klar, hab jetzt so lange den Islam sozusagen als Thema gehabt, da kann ich auch sagen, hier, Doktortitel. Das Problem, ich bin Dr. Sheikh Abu Ami. Das Problem an dem Doktortitel, ich einen Sheikh-Titel, ich weiß nicht, wie man den Sheikh al-Islam-Titel bekommt, aber ich weiß mindestens, dass man einen Doktortitel promoviert haben muss und dass er eventuell einen Amtsmissbrauch darstellen kann. Ich glaube, 223. Ein Amtsmissbrauch. Du weißt doch, dass ich eine Kunstfigur darstelle und als Kunstfigur kannst du das natürlich als Scherz, als Gag einsetzen, oder? Ja, okay, das war jetzt nur einfach nur gerade der Punkt, der mich irgendwo die ganze Zeit begleitet hat. An und für sich möchte ich sagen, als würde ich das jetzt wirklich in so, zum Beispiel, wenn ich irgendwie was bestelle und mein Titel dann auf einmal, da steht ja immer Titel, dann würde ich dort schreiben, ja, Doktortitel oder was? Nee, alles gut. Aber was willst du? Nee, alles gut, das war's. Ich muss eigentlich sagen, also ich bin beeindruckt von deiner Arbeit und ich habe auch viele Livestreams mir später angesehen, die du hochgeladen hast auf YouTube, und ich fand die Herangehensweise besser als zum Beispiel dein Kontrahent, hätte ich fast gesagt, Abul-Bara, weil er erwähnt irgendwie, es gibt eine Hadith, redet er denn auf Arabisch vor, übersetzt ihn auf Deutsch nach, aber sagt nicht genau, wo er ist, ob er Hassan Sahi ist, und du bist derjenige, der da insgesamt nochmal dann eine sagt, okay, siehst du,
Und da wer hat also die Berechtigung, ein echter Scheich zu sein, der auch noch den Leuten zeigt? Hier befindet sich's. Guck, das habe ich herausgefunden. Hier ist es. Da. Kann ich mir auch so klein ansehen. Ich bin der Scheich der Muslime. Nee, aber ich finde es auf jeden Fall interessant in der Arbeit und ich finde dich auch als Person interessant. Nur eine bitte dich in Zukunft. Ich meine, manches Mal zum Schießen, was da drinnen steht in den Schriften und was die einzelnen Personen für Aussagen tätigen. Nur am Samstag habe ich das Gefühl, dass du ein bisschen doch den Respekt gegenüber den Personen, die du in den Livestreams kritisierst, etwas verlierst. Ich immer ein bisschen Respekt gegenüber Bora Barat zum Beispiel wäre nicht ab und zu mal ganz verkehrt. Das ist so mein... man kann sich immer verbessern. Ne? Das ist ja kein Thema. Klar. Ja. Aber ansonsten, wunderschöne Arbeit. Gott segne dich mit deiner Mission, die er dir in dein Herz gelegt hat. Und was arbeitest du eigentlich beruflich? Du bist ein Transportfahrer für DPD oder was? Nein, Mann. Ich bin leidenschaftlicher Shisha-Tabak-Züchter. leidenschaftlicher Euro-Shisha-Muslim. Ich hab meine eigenen Plantagen, die muss ich immer bewässern und alles Mögliche. Und leidenschaftlicher Euro. Hol ich den Tabak da raus und dann werde ich das selber verarbeiten. Da muss ja immer hin und her gefahren werden. Ich musste verschiedenen Stationen und das Ganze dann einsammeln, weil die Muslime, die brauchen ja ihren Tabak. Ja, die ganze europäische Muslime, weißt du, was interessant ist? Der Muslime kommt an in der und sagt, okay, ich bitte im Laden, ich hier bitte schön einmal Zigaretten, einmal eine Flasche Bier, aber wie in dem Haribus ist Gelatine drin. Gelatine ist Schweinefleisch. Und das, ich weiß, das ist heftig, ne? Hauptsache kein Gelatine, alles andere ist okay. Ja, gut. Sich die Schweine benehmen ist kein Problem, aber Hauptsache kein Schwein essen. Okay, danke dir. Ich denke mal, das wären auch so die Punkte. Eine Frage, wenn ihr mir irgendwelche Nachfragen habe zu deinen Videos und so, wo kann man die Nachfragen eigentlich beantworten lassen? Außer im Livestream. Eigentlich kannst du hier reinkommen. Sobald ich live bin und da kannst du eine Anfrage schicken. Weil ich meine, das ist immer so ein bisschen etwas komisch, wenn man vor circa 8 oder aktuell 553 Leuten das Ganze belabert. Ich finde manches Mal, es ist auch besser, wenn man das unter vier Augen erstmal klärt. Ja, aber die Leute wollen ja auch davon was lernen. Ist ja nicht schlimm. Okay, gut, dann danke ich dir erstmal. Und ich dir auch. Ja. Wie gehe ich denn raus? Oder schmeißt du mich raus einfach? Ich kann, ich habe keine Ahnung. Ich bin der Rausschmeißer, ciao. Rausschmeißer, Dr. Scherer bei mir.
Ja. Dr. Ernst Axel Knauf, Theologieprofessor, sagt, die Bibel ist verfälscht. Und diese ganzen anderen sich von Professoren, die eindeutig belegen, dass die Bibel authentisch ist, sagen aber etwas anderes. Wem soll ich jetzt glauben? So ein Antichristen wie den oder so zig von heftigsten anderen Professoren, die das Gegenteil beweisen auch noch, dass die Bibel akkurat ist. Aha, Amir, Völkergene, Hautfarbe bei Roger Libby live. Amir, denke, du meinst das. Ja, ich denke schon, genau. Roger Libby. Aber ich hatte heute Morgen hatte ich ein spezielles Video gesehen, wo er genau da, jemand hat das hier bei TikTok, hat das gut geschnitten. Da hat das direkt, aber gehen wir das nochmal durch, ob die Bibel verfälscht ist. Die prophetische Vergangenheitsform, also mit der abgeschlossenen Zeitform, wird prophetisch beschrieben. Das ist ganz typisch im Hebräischen. Er war verachtet und verlassen von den Menschen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Und man muss wissen, gemäß dem Talmud spricht dieses Kapitel von dem Messias. Es gibt also keine Interpretationsprobleme. Babylonischer Talmud, Sanhedrin 98b. Dort wird gefragt, wie heißt der Messias? Wird gesagt, Menachem, der Tröster. Und auf andere Namen werden gegeben. Und dann heißt, sagt einer, Nagua, der Geschlagene. Der Geschlagene. Und das ist genau das Wort in Jesaja 53, das für den Messias gebraucht wurde. Seht ihr? Von Gott geschlagen und niedergebeugt. Da kommt's. Fürwahr, er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Samen sehen. Er wird seine Tage verlängern. Also nachdem er als Opfer gestorben ist, wird er nachher wieder leben. Auf Verstehung. Und das Wohlgefallen des Herrn wird in seiner Hand gedeihen. Von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen und sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Knecht die vielen zur Gerechtigkeit weisen und ihre Missetaten wird er auf sich laden. Und das fährt voll ein. Von den etwa 150.000 bekehrten Juden, die an Jesus Christus als Messias glauben, die meisten könnten ihnen sagen, das hat eine Schlüsselrolle gespielt, Jesaja 53. Und das geht so richtig ins Herz hinein. Und da sieht man, er musste sterben als der Gerechte für uns die Ungerechten. Unsere Sünden tragen, das Gericht Gottes tragen, das wir verdient hätten in Ewigkeit, damit wir gerettet werden können. Aber gerettet werden können wir nur, wenn wir unsere persönliche Schuld im Gebet Gott bekennen, bereuen und dann dieses Opfer annehmen. Aber Jesaja 53 erklärt, der Messias wird sterben als Opfer, haben wir gelesen. Und so wurde klar, all die Opfer im Tempel bis ins Jahr 70, die wiesen hin auf den Messias. Das Judentum hat heute keine Opfer mehr, seit dem Jahr 70. Weil sie den Tempelberg nicht mehr haben, können sie den Tempel bis heute nicht da haben. Warum hat Gott ihnen diese Opfer weggenommen? Um zu zeigen, das wahre Opfer
Siebtens, die Erde über dem Nichts. Ich war die A- wenn jemand sich... Der Fried- es gab eine Journalistin, erste... Schade, ich finde das nicht mehr. Kein Christ kann euch leiden. Alle wissen alle. Das wissen alle. Ich kann jetzt Gastanfragen annehmen. Ja, muss nochmal schicken. Hallo Amir. Hi mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön, dich und deine Familie auch. Wie geht's dir? Alles gut? Ja, mir geht's ganz gut. Wie geht's dir? Dankeschön, mir auch, danke. Amir, guck mal, ich bin hier nicht reingekommen, um dich zu kritisieren oder sonst was. Und bitte, wenn ich mit dir rede, nimm das, was ich sage, das ist ja nur meine Meinung, nicht böse auf, okay? Okay, aber show me some love, nicht some hate. Nein, kein Hate, null Hate. Guck mal, ich erzähle dir ganz kurz abgekürzt, weil ich will dir deine Zeit nicht klauen, meine Geschichte. Ich habe einen marokkanischen Freund gehabt. Ich selber bin polnisch-deutscher Abstammung. Also mein Vater ist Pole, meine Mutter ist Deutsche. Und mein bester Freund war damals Marokkaner, ist jetzt schon über 10 Jahre her. Und wir haben alles geteilt. Ja, der war Muslim, ich bin Christ. Ne? Und wir waren wie Brüder, kann man so sagen. Ne? Und irgendwann, wir haben auch zusammen gewohnt und so weiter, man kennt sich. Irgendwann hat er Distanz zu mir bekommen, weil er wollte seine Religion wieder richtig leben. Ne? Sprich, also zum Islam finden, hat er gesagt. Weil seine Mutter ist gestorben, wo er 14 war. Und er hat gesagt, er möchte wieder zu seiner Religion finden. Der hat auch oft vor mir geweint, hat Gefühle gezeigt. Und ich habe auch gemerkt, dass ihm das nahe geht. Ne? Und hörst du mich? Ich höre dich, ja. Erzähl weiter. Jedenfalls, dann ist er zur Moschee gegangen und dann hat er sich immer mehr von mir distanziert, um das mal kurz zu sagen so. Ich habe auch mit ihm noch geredet, habe gefragt, warum und so weiter, und er durfte dann nichts mehr mit Christen zu tun haben, ne? So. Jetzt ist es am Ende so passiert, er ist ins Kunduz nach Afghanistan und hat sich dort in die Luft gesprengt. Das war auch in den Medien und so weiter. Das war das Ende der Geschichte, ne? So. Kennt man seinen Namen? Weiß man, ja, wer das ich war? Ich möchte den Namen nicht sagen, aus dem Grund, weil ich seine Familie respektiere und er wirklich ein guter Freund. Du verstehst, was ich meine, ne? Ja, ich verstehe, was du meinst. Okay. Genau. Und guck mal, eigentlich im ersten Moment, wo ich das gehört habe, habe ich erstmal nicht geglaubt. Dann habe ich Videos gesehen, dass das stimmt. Er war auch mit einer Kalaschnikow im Video und so weiter. Ne? Normalerweise müsste ich ja als Mensch, weil ich ihn ja kannte, sehr viel Hass... Warte bitte, sag nicht, ich komme sofort wieder, ja? Einen Moment. Ja, nicht weiter erzählen. Ich will mir das mal bitte anhören. Witam, siema. Siemano, ludzie. Hallo auch an alle Muslime. Assalamu alaikum. Hallo an alle Christen.
Ich bin Christ. Aber spielt jetzt keine Rolle beim Thema. Ich wollte kurz die Geschichte erzählen und vielleicht kann man darüber nachdenken. Also sagen wir, ich bin Christ, weil ich das da reingeboren wurde, weißt du? Und so wie Muslime auch da reingeboren werden zum Beispiel. Aber am Ende zählt ja, dass man an Gott glaubt, weißt du? Es gibt ja nur einen Gott in meinen Augen. In meinen Augen gibt es nur einen Gott für alle Menschen. Botschafter, das ist meine private Sache. Also ich will darauf nicht eingehen, mit, ob ich überzeugt bin, dass Jesus Gott ist, weil das ist meine private Sache. Sei mir nicht böse, aber ich glaube an Gott, ne? Und ich will mich da nicht so festlegen, dass du, also ich will jetzt nicht sagen, nur damit du das jetzt hörst, ja. Es gibt verschiedene Propheten, das ist doch schon, überall steht das in jedem Buch geschrieben. Und ich will mich da jetzt, wie gesagt, nicht im Stream jetzt festlegen, um das jetzt einfach zu beantworten. So, ich bin wieder da. Erzähl mal, wo warst du stehen geblieben? Ja, also wie gesagt, der hat sich dann im Kundus dann in die Luft gesprengt, die Brautgabe gemacht und so weiter. Und dann habe ich ja erstmal, im ersten Moment ist ja klar, weil das einer meiner besten Freunde war und ich das nicht glauben konnte, habe ich die Videos gesehen, wo einer geredet hat, von wegen, das hat der für den Islam gemacht und so weiter und so fort, ne? War der beim IS oder was? Ja, genau, beim ISIS, ja. Und da siehst du mal, wie gefährlich der Islam ist. Sobald ein Muslim in Berührung kommt mit den islamischen Schriften, wie ultra brutal er wird, ne? Merkst du, welcher Geist sich ihm bemächtigt? Aber das ist ja auch, guck mal, in meinen Augen ist das ja auch falsch. Aber darf ich dazu was sagen? Ja, aber warum? Er hat sich vergiften lassen von Bukhari, Muslim und Co. Nein, für mich war das Gehirnwäsche. Aber am Ende des Tages, erstmal habe ich natürlich Hass gehabt. Ist ja klar, gegen die Menschen, die Kontakt hatten und ihn dazu gebracht haben, dass er das getan hat, weil er noch jung war. Der war 23, wo der gestorben ist. Und ich bin jetzt 35 und jetzt ist das ja schon einige Zeit her. Das heißt, ich habe das auch schon nicht verdaut, aber natürlich ist ein bisschen Zeit vergangen. Warte ganz kurz, warte einen Moment. Nein, ich will nicht anderen gefallen. Das hat doch nichts damit zu tun. Es hat nichts damit zu tun. Ich muss doch niemandem gefallen. Weißt du, wenn du Gott im Herzen hast, wenn du mit Gott in Kontakt bist, beziehungsweise betest, dann ist doch alles andere um dich herum egal. Weißt du, was ich meine? Das ist Quatsch, wirklich. In meinen Augen. Ne? Jeder soll seine Meinung haben. Aber es ist auch schlecht, gegen Muslime, wie gesagt, zu reden, weil man kann nicht alle unter einen Kamm scheren. Das geht, das funktioniert nicht. Ich habe sehr viele muslimische Freunde, mit denen ich mich sehr, sehr gut verstehe und alles brüderlich teile. Und das ist der falsche Weg, dass man dann alle unter einen Kamm schert. Weißt du, was ich meine? Und außerdem hat das auch nichts unbedingt mit dem Islam zu tun, sowas zu machen. Ne? Deswegen, laut meines Wissens ist das eine sehr große Sünde, wenn man sich in die Luft springt und andere Leute umbringt. Aber wir kommen gleich nochmal zu der Sache, warum das so ist oder warum, was man in so einem Moment denkt. Darauf wollte ich ja noch hinaus. Aber hör es mal bis Ende. Ich gehe mal kurz tanken. Einen Moment. Ja, klar, mach. Ja, das ist einfach zu sagen, das ist Islam, aber es ist genauso einfach zu sagen, das ist Christentum, weißt du, aber wenn du mit Leuten aus anderen Religionen an einem Tisch sitzt und zusammen isst und alle essen das Gleiche und alle teilen brüderlich, dann ist das Gefühl wieder anders, weißt du, das kannst du nicht, in meinen Augen, ich verstehe Leute, die was Schlechtes erlebt haben, ne, das ist eine Sache, aber auf der anderen Seite, wenn du jetzt alle Menschen nimmst, ne, und es gibt nur einen Gott als Beispiel, so, dann kannst du keinen sozusagen schlecht machen. Aber wenn Religion, was es ja gibt, es gibt ja verschiedene Religionen, was ja auch okay ist, aber wieso dann anfeinden miteinander? Warum nicht gemeinsam? Weißt du, was ich meine? Das ist das Ding. Und ich kenne sehr viele Muslime, die genau das Gleiche denken. Die denken nicht dagegen. Die denken auch nicht, sind auch nicht gegen Christen oder Sonstiges. Ja, und natürlich gibt es Livestreams von
Leuten, die predigen oder erzählen. Es gibt ja auch viele islamische Livestreams, die ich auch ab und zu gucke. Und genauso weniger von Christen natürlich, weniger. Aber ich höre da jetzt auch kein Wort über Christentum. Also wenn ich solche Streams gucke, da wird nicht schlecht, da wird zum Beispiel nicht schlecht geredet jetzt. Die reden nur über ihre Religion. Ne? Mach nicht so. Ja, was heißt hier, mach nicht so? Das ist doch meine Meinung. Warum so radikal? Rede keinen Unsinn. Nein, ich bin kein Muslim, ich bin Christ. Ich habe einen polnischen Vater und eine polnische Familie. Die sind alle Christen. Meine Oma ist mit der Bibel in der Hand gestorben. Aber das hat nicht zu bedeuten, dass ich nicht mein eigenes Gehirn habe. Und Gott hat mir ein Gehirn gegeben, um nachzudenken. Unterwürfiger, dummer Deutschpole ist das. Ja. Kannst ja deine Meinung dir auf den Zettel schreiben und die jeden Tag angucken und dann ist da, kannst du ja als Poster auf deine Wand hängen, was du da redest. Nein, ich habe den Koran nicht komplett gelesen. Das wäre eine Lüge, wenn ich das sage. Aber ich habe auch nicht die Bibel komplett gelesen. Aber ich glaube. Braćik, nie mamy, was warte, nie mamy des, ten sam, ten, tego samego Boga, czy co? Jak nie mamy? Czemu nie mamy? Mamy ten sam Bóg. Wszyscy. Entschuldigt. Ich glaube an Gott. Weil da kam gerade die Frage an, was glaubst du? Ach Leute, ich hätte auch gar kein Problem damit, dir zu sagen, wenn ich Muslim wäre. Ja, hätte ich das auch gesagt. Ist doch auch kein Problem. Aber ich bin kein Muslim. Ich bin halt Christ, weil ich in einer christlichen Familie groß geworden bin. Ich habe aber einen marokkanischen Bruder. Darauf komme ich gleich noch. Ich habe einen Halbbruder, der ist Marokkaner. Der ist natürlich muslimisch geboren. Dementsprechend kennt man beide Seiten. So. Hallo. Hi. Boah. Ja, tut mir leid, ich muss ein paar Sachen immer erledigen. Ich muss immer rein, raus, raus, rein, raus. Mach deine Arbeit, mach deine Arbeit. Okay, erzähl mal weiter. Ja, im ersten Moment hat man ja dann Hass, ist ja klar, weil das der beste Freund war. Man schürt Hass dann in dem Moment. Auf wen hast du Hass gehabt? Auf die Leute, die den da hingeholt haben. Ich habe die Leute gesehen, ich habe auch Sachen erfahren, weil ist ja klar, Polizei vernimmt einen dann, wenn du Kontakt zu der Person hattest, die wollen alles wissen. Ne? Und ich wollte auch alles wissen, weil natürlich jemand meinen besten Freund da hingeholt hat, dass er das macht. Ne? Und ich wollte wissen, wer das ist. Ich hatte sehr viel Hass im Herzen, wirklich. Und das hat sich aber mit der Zeit gelegt, weil... Einfach aus dem Grund, guck mal, es gibt Länder auf dieser Welt, wie zum Beispiel auch im Kaukasus, ne? Da leben Christen und Muslime zusammen. Die gehen sogar zusammen beten. Und das Ding ist, die essen zusammen, die haben gar keine Feindschaft miteinander. Und ich komme aus Polen. Polen ist ein Land mit wenig Muslimen. Ich spreche auch Polnisch. Da sind alle die Polen sind sehr islamfeindlich, ne? Also die wissen, was abgeht in den islamischen Schriften und die lassen sich da nicht islamisieren. Ne? Ich sag dir die Wahrheit. Also die Polen, die ich kenne in meinem Dorf, weil das ist ein kleines Dorf, ne? Die sind nicht feindlich. Also es gibt viele Polen, die so ein bisschen, sag ich mal so, das sind teilweise auch Leute, die nie über die Grenze gekommen sind. Du kennst das selber. Es gibt Menschen, die kommen niemals über die Grenze hinaus und die haben einfach nur ihre Welt. Und wenn du ein bisschen um die Welt gekommen bist und du verschiedene Kulturen kennengelernt hast, verschiedene Sitten, dann kannst du damit auch leben. Guck mal, genauso erwarte ich, dass jemand respektiert meine polnischen, sag ich mal, Rituale oder Traditionen. Genauso respektiere ich die Traditionen von islamischen Ländern. Weißt du, also ich war ja schon oft in Marokko. Ich habe einen marokkanischen Bruder übrigens, der ist ein Halbbruder, auch Muslim, aber natürlich, er praktiziert die Religion jetzt auch nicht oder so. Ja, du siehst ja, dass Marokko sehr, sehr liberal ist. Sie sind ja eher mit dem Tourismus beschäftigt, anstatt einen islamischen Staat zu gründen. Die Salafis dort im Land werden ja bekämpft, genauso wie in Tunesien und so. Ich war doch, als ich in Tunesien war, Urlaub war, haben die Leute mir gesagt, die ganzen Salafis werden so eingesammelt
und die dürfen ab einer bestimmten Uhrzeit auch nicht mehr vor die Haustür gehen. Wahnsinn, ne? Ja, ey, Bro, ich finde das krass, dass die Leute hier schreiben, der ist kein Christ. Warum schreiben sie das? Ihr habt doch gesagt, ich bin Christ. Ja, okay, du kannst dich einfach Christ nennen, aber du hast keine wirkliche persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Also was heißt zu Jesus Christus? Ja, du bist in einer christlichen Familie geboren, ja. Genau, richtig. Das hast du richtig gesagt. Ja, du musst das definieren. Also ja, wenn du sagst, dass du Christ bist, denken die meisten, dass du ein wahrhaftiger Nachfolger des Herrn bist. So, das ja, okay, bist du dann, nicht. Dann zur Aufklärung, nein, also so Christ bin ich jetzt nicht. Ich habe auch sicherlich nicht das Wissen, was du jetzt hast oder so, ne? Wie gesagt, Respekt davor, dass du Wissen hast auf jeden Fall, egal ob es jetzt islamischer Sicht oder in christlicher Sicht ist, aber ich wollte eine Sache dazu sagen, das ist ja nur meine persönliche Meinung und ich hoffe, die respektierst du einfach so, ne? Also ich, wie gesagt, du bist Pole, ne? Ja. Also was heißt Pole? Ich bin halb Deutsch, halb Pole, ne? Also ich kann Polnisch sprechen. Ja, kannst du Polnisch? Ja. Ja, ich sag dir, Ije. Bardzo dobrze, a tobie? Bardzo dobrze, ja, nazywam się Amir. Zajebiście, Amir, siema. Geil, ja, geil. Und du kommst aus Iran, oder was? Also ich komme aus Iran, aber auch aus Polen. Ich kenne Chodofes. Kennst du Chodofes? Wie? Chodofes. Chodofes, ja, genau. Auf Wiedersehen. Citore. Citore, sehr gut, ja. Einige Sachen kennt man, ne, aus den verschiedenen... Aber du kommst echt aus Polen? Bitte? Aus Polen? Nein, das war nur ein Scherz. Weil ich, nein, aber hätte ja sein können. Weil ich so ein bisschen von meinen freundlichen Kollegen damals ein bisschen mitgenommen habe. Ne? Hätte ja sein können. Naja, was ich einfach nur am Ende sagen wollte, ich will auch nicht alle jetzt hier aufhalten, jeder so seine Meinung behalten. Ne? Ich wollte am Ende sagen, guck mal, ich habe keinen Hass gegen Islam, ich habe keinen Hass gegen Christen so und selber bin ich vielleicht ein bisschen anders als Christen oder Muslime, aber das Ding ist so, ich glaube an Gott, ich habe einen festen Glauben, ich bete auch, ne? Und ich bin mir auch sicher, dass es Gott gibt, also ich leugne nicht, dass es Gott gibt. Nur okay, aber jetzt komm wieder zurück zu der Geschichte mit deinem Freund. Ja, bitte? Was war das also? Du hast dann Hass gehabt, hast du gesagt, und dann? Also das du wurdest dann vernommen von der Polizei oder wie, oder was? Ja, nicht nur ich, sondern auch ein paar andere Leute. Natürlich Leute auch eher islamischer Herkunft, weil ich hatte viele Freunde aus den Kreisen, auch Marokkaner, die ihn kennengelernt haben durch mich. Und natürlich wurden die noch strenger vernommen, obwohl der 5, 6 Jahre mit mir gewohnt hat. Das heißt, ich kannte den in- und auswendig. Aber an mir und meiner Familie hatten die nicht so Interesse, weißt du, also die Polizisten. So. Ja, weil die dachten, was sollen wir schon wissen, ne? Das ist ja klar. Wir haben versucht, irgendwelche Verbindungen. Das Krasse ist ja so, ich wusste alles. Ich wusste, welche Moschee er besucht hat. Ich wusste, welche Moschee ihn dahin geschickt hat. Durch sichere Quellen auch muslimischer Freunde, die selber zur Moschee gehen, die sagen, ja, da waren ein paar falsche Leute. Weil guck mal, das Ding ist, es gibt normale Moscheen, wo Leute beten gehen, soweit ich weiß. Ne? Ich sag dir ehrlich, wie gesagt, ich war noch nicht in der Moschee, aber ich habe ja viele Freunde, auch muslimische. Und es gibt normale Moscheen, die nicht radikal predigen. Das sprich also, die nicht so predigen wie... Ja, also so liberales Schrottzeugs. Was heißt... Für die Muslime ist das so Trotz, Schrott, nichts zu tun mit dem Islam. Liberalismus. Ja, aber ich meine, man sucht sich ja auch nicht aus, wie man geboren wird, oder, Amir? Ich meine, ich habe auch nicht gewählt, bin ich jetzt Muslim oder Christ oder, ne? Ich durfte zum Glück selber entscheiden, was ich sein will. Ja, aber ich meine, für diejenigen, die sich mit dem Islam beschäftigt haben und genau wissen, wie Mohammed in 3 Etappen gehandelt hat und sich dann auf einmal diese sogenannten Muslime und diese muslimischen Verbände hier anguckt, die eher so wie Kuffar leben, weißt du, was ich meine? Dann brauchst du dich auch nicht zu wundern, dass es Leute, also die echten Muslime, die hier leben, sich so abgrenzen von diesem Liberalismus und Bidda und sowas, weißt du? Klar. Die Erneuerung der Religion vorhaben. Nein, die werden eines Tages dran sein. Für jeden Einzelnen, der sich hier sozusagen geäußert hat und versucht hat, die Religion zu erneuern, die nicht die Wahrheit über den Islam gesagt haben, die werden auch eines Tages alle dran sein. Hand aufs Herz, aber viele kommen ja auch hier hin, weil sie so leben wollen, weißt du, egal ob du jetzt aus... Weil sie ein besseres Leben leben wollen. Genau. Die wollen, dass die Religion nur so nebensächlich ist. Aber für so Salafis und Wahhabis und so, ist die Islam, müssen nach Koran und Sunna gerichtet werden. Also diese Begriffe auch Salafis und Wahhabi, um sie in eine Schublade zu stecken. Das sind originale Muslime, die den Salaf Salihin folgen. So wie Mohammed gesagt hat.
Er wurde ja gefragt, ja, das Ulala, wer ist denn die wahre Gruppe, die zu dem wir folgen sollen? Dann hat er gesagt, die, also ich, also die, die er lebt, und die Tabi'in und die Tabi'in. Verstehst du? Also die drei, die ersten drei Generationen der Muslime. Das hat Mohammed gesagt in Sahih al-Bukhari. Denen sollte man folgen. Und das machen diese Leute auch. Also du siehst, dass sie versuchen, so authentisch wie möglich den Islam auszuleben. Ich habe mal eine Frage auch an den Chat, nicht nur an dich. Jetzt habe ich da natürlich viel recherchiert, wie das passiert ist, wer ihn dazu gebracht hat und so weiter, also den Kollegen, ne? Jetzt habe ich mir vorgestellt, weil er ja auch schwach war vom Kopf her, das heißt, er war leicht zu beeinflussen. Er hatte viele Schicksalsschläge, sein Bruder ist gestorben, seine Mutter ist gestorben mit 14. Das heißt, es ist leicht, ein Mensch... Ja, so jemand ist anfälliger für diese Rattenfänger. Für alles, nicht nur für sie, also für alles. Warte mal ganz kurz, ich habe das vor einiger Zeit, habe ich das mal selbst, ich war ja in Habs und ich habe das mit meinen eigenen Augen gesehen, da war so ein deutscher Konvertit. Und dann haben die versucht, die ganze Zeit zu belabern. So, die wollten ihn, glaube ich, irgendwo dahin schicken. Der kam zu mir und meinte, die haben mich schon darauf angesprochen, mit was ist mit Dschihad und sowas. Verstehst du? Da meine ich so, lass mich nicht von diesen Leuten manipulieren. Das ist die wollen mit die Gehirnwäsche machen, weil der tat mir voll leid, der Deutsche. Das darf man auf jeden Fall. Der hatte niemanden gehabt, da hat er sich so eine Art Gruppe gesucht, wo er Zugehörigkeit dann findet. Richtig, das ist auf jeden Fall der falsche Weg. Und das nutzen die Leute dann extremst aus und werden ihnen dann so hardcore Gehirnwäsche verpassen, dass er dann nicht anders kann, als auszuwandern. Das ist auf jeden Fall also der falsche Weg. Du brauchst ein starkes Mindset, um überhaupt da von diesen Demagogen wegzukommen. Das ist heftig. Safe, das auf jeden Fall, da gebe ich dir hundertprozentig recht. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, jetzt denke ich weiter, ich denke einen Schritt weiter. Ich belasse es nicht dabei, dass ich sage, was sind das für dumme Menschen, und ich fange auch nicht alle Muslime an, dafür zu verurteilen, weil das passiert ist. Das funktioniert in meinem Kopf einfach nicht, weil ich viel zu viele Freunde habe, die auch muslimischen Glaubens sind, die ich auch respektiere und mit denen ich alles teile. Und jetzt kommen wir zu der weiteren Sache. Jetzt überleg mal, und das ist eine Frage an den Chat und an dich. Wenn du in ein Land kommst, mal abgesehen davon, was für eine Gehirnwäsche sie dir verpasst haben, ne? Es gibt Leute, die gehen dahin zu ISIS, und fünf Sekunden, bevor sie diesen Knopf drücken, ne, bekommen sie Angst. Weil jeder Mensch hat 5 Sekunden, bevor er stirbt. Es gibt natürlich Menschen, die komplett abschließen. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass jeder Mensch diesen Knopf drückt. So. Und die meisten, viele sind ja auch wiedergekommen und haben sich nicht in die Luft gesprengt, weil sie Angst hatten. So. Jetzt stell dir mal die Frage. Du kommst dahin in dieses Land, zum Beispiel nach Afghanistan, ins Kunduz. Ne? Jetzt siehst du, das amerikanische Militär marschiert da ein. Ne? Jetzt Beispiel, du siehst Kinder, die getötet werden, Familien, die unschuldig sind, die unschuldig getötet werden. Als Mensch mit Herz, was tust du? Auch wenn es nicht deine Familie ist, als Mensch mit Herz, was tust du? Ja, das ist... Bitte? Warte, Bruder, ich höre dich nicht. Ich höre dich leider jetzt gerade. Siehst du das nicht, Achi? Unsere Geschwister werden vergewaltigt. Unsere Kinder werden getötet. So geht es dann ab mit dieser Euphorie und diesem ins Gewissen reinreden. Und bei manchen wirkt das so extrem, dass sie dann sagen, ich werde jetzt auswandern, ich werde gegen die Kuffar kämpfen und so. Und dabei ist er sich nicht bewusst, was er da eigentlich tut. Weil er wandert dann aus und dann wird es noch problematischer für ihn. Ja, richtig. Aber jetzt mal von der Hinsicht gesehen, dass du in ein, sagen wir mal, du kommst in ein christliches Land als Beispiel, nicht in ein muslimisches. Du kommst in ein christliches Land. Und jetzt kommen da Leute, zum Beispiel amerikanisches Militär, und du siehst, wie Familien sterben. Was tust du? Da sterben deine Brüder, Christen. Meine Brüder, Christen. Ja, das Problem ist, du kannst doch ein Problem nicht mit einem Gegenproblem lösen. Das hört ja dann niemals auf, diese Gewaltspirale. Richtig, aber das hört ja auch nicht auf, egal ob du dich jetzt da in die Luft schenkst. Du kannst dich Gewalt mit Gewalt aufhalten, das hat noch nie funktioniert. Richtig. Seit wann konnte man Gewalt mit Gewalt aufhalten? Das ist Quatsch. Man braucht Diplomatie. Richtig. Man muss reden können. Was meinst du, warum es Diplomaten gibt, die alles regeln? Richtig. Friedensverträge zu machen, dies, das, jenes. Richtig, so bin ich genau der Meinung, bin ich nämlich auch. Und für mich ein diplomatischer Weg ist, jeden in Frieden leben zu lassen, wie er möchte, ne? Das ist ein diplomatischer Weg für mich. Jeden in Frieden zu lassen, wie er leben möchte. Klar, wenn jemand meine Religion kritisiert... Ja, aber Mohammed hat niemals den diplomatischen Weg gewählt. Weißt du auch warum? Weil er zu den ganzen umherliegenden Dörfern und alles Drohbriefe rausgeschickt hat. Weil er genügend Männer hatte, sein Islam mit dem Schwert zu verbreiten.
Und das wissen die Gelehrten. Sie wissen genau um die Geschichte des Islams. Wie der Islam sich verbreitet hat, wie Mohammed gehandelt hat und wie Mohammed die Menschen vor drei Alternativen gestellt hat. Und genau das macht der Islamische Staat, genau wie ihr Vorbild. Und da haben wir das große Problem, was die Bevölkerung und die Muslime in Europa nicht raffen wollen. Mohammed hat ja gesagt, er hat den byzantinischen Königen Drohbriefe geschickt. Aslim Taslim, nimm den Islam an, dann bist du sicher. Weil wenn nicht, komm und nehme ich dir alles weg, weil das Land gehört Allah und seinen Gesandten. Merkst du, wo der Ursprung dieser des ganzen Wahnsinns ist? Ich weiß auf jeden Fall, ein paar Sachen weiß ich, aber ich kann auch keine Aussagen treffen, wo ich nicht hundertprozentig sicher bin. Ne? Das wäre zu viel, da würde ich mich zu weit aus dem Fenster lehnen. Du musst dir nur islamische Gelehrte anhören, du brauchst ja gar nicht auf mich zu hören. Es gibt genügend islamische Gelehrte, die kein Blatt vor den Mund nehmen und sagen, ja, es ist alles durch die Vergewaltigung und das Schwert entstanden und wir sind stolz darauf. Wir sind stolz, dass unsere Familien gekillt wurden und wir heute Muslime sind. Schon zig von Diskussionen hatte ich mit solchen Leuten. Die sind stolz darauf. Die sagen, ja, wir wissen um die Geschichte des Islams. Wir wissen, dass unsere Familienmitglieder getötet wurden. Wir wissen das alles und wir sind stolz darauf. So heftig! Ja, ich verstehe, dass du da sehr emotional reagierst. Natürlich gibt es Sachen, wo ich genauso emotional reagiere, wo ich auf keinen Fall hinterstehe. Nur, wie gesagt, das soll keine Kritik an dir sein, gar nicht, aber ich bin da sehr, also ich höre zum Beispiel Geschichten auch von Frauen und so weiter, aber das kann ich auch nicht auf jede Familie bestätigen so und auch nicht auf die Leute, die ich kenne. Und deswegen bin ich da ein bisschen, sag ich mal, verhaltener. Weißt du, was ich meine? Nein, wir verallgemeinern ja auch nicht. Es gibt natürlich so viele muslimische Familien, die ganz normal leben. Du musst nur gucken, woher nimmt er seine Handlungen? Darf ein Muslim zum Beispiel seine Frau schlagen? Darf ein Muslim mit seiner Frau also so umgehen, wie er möchte? Klar, natürlich. Du siehst doch anhand der Beispiele der Sahaba, wie sie mit Frauen umgegangen sind. Sind die mit ihnen super umgegangen? Nee. Allein die Tatsache, dass sie mehrere Frauen hatten, entehrt ja schon die Frau. Verstehst du? Also wenn ich eine Frau wäre, würde ich niemals dulden, dass sozusagen mein Mann würdest du das als Frau zulassen? Nein, natürlich ist das falsch, wenn man seine Frau schlägt. Und, also, siehst du, dass die Frau anhand eines Beispiels schon entehrt wird. Natürlich ist das falsch. Ich weiß aber auch nicht, muss ich dir sagen, weil ich ja die Bibel auch nicht komplett gelesen habe, ob es sowas auch in der Bibel gibt. Aber wenn es das gibt, dann wäre ich auf jeden Fall einer, der es nicht tut. Und das Ding ist, man hat... Nein, sowas gibt es nicht. Die Menschen haben immer vom eigenen gehandelt. Die Menschen haben immer eigen gehandelt, obwohl Gott ihnen gesagt hat, sie sollen es nicht tun. Denn Gott sagt, ein Mann und eine Frau werden ein Fleisch. Nicht ein Mann und vier Frauen werden ein Fleisch. Ja. Na, ich, wie gesagt, Amir, versteh mich noch richtig. Ich werde nicht gegen Islam und nicht gegen Christentum reden, einfach aus dem Grund, weil ich glaube an Gott, wie gesagt. Und ich verstehe auch deine Intention dahinter. Also ich bin nicht der Meinung, dass du unbedingt hetzen willst oder so. Da bin ich anders. Merkst du nicht, mein Lieber, merkst du nicht, wie viele islamische Familien hier in Deutschland Angst haben um ihre Söhne? Dass sie auf einmal in irgendwelche Fänge geraten von irgendwelchen Salafis natürlich, und sowas, aber auch dass sie die sofort unter ihre Fittiche nehmen und ihnen eine Gehirnwäsche verpassen. Viele muslimische Eltern haben Angst davor und sagen, mein Kind, pass auf dich auf. Ja, natürlich. Hör auf, die ganze Zeit zu tief in den Islam. Also, es gibt tausende von Familien, die sich Sorgen machen um ihre Kinder. Genau deswegen muss weil die sich auskennen mit dem Islam und wissen, was der Islam imstande ist zu tun. Und diese ganzen Imame und Schiuchs, die das drauf haben, mit diesem Gehirnwäsche zu verpassen, da haben die Eltern berechtigte Angst und sagen, geh nicht in solche Moscheen, geh nicht da und dahin. Natürlich, weil es kann sein, dass du auf einmal mit ganz anderen Sachen konfrontiert wirst, mit Texten konfrontiert wirst, die erstmal sehr schwer auf dich wirken, aber mit diesen Texten man mit dir eine Gehirnwäsche verpassen kann. Richtig, und natürlich will keine Mutter ihr Kind verlieren. Das ist ja das Normalste der Welt und dann natürlich machen sich Leute Sorgen. Ne? Aber wenn ich das meinem marokkanischen Kollegen auf der Arbeit erzähle, dann sagt er mir auch, Jan, ich lebe ganz normal, ich bin verheiratet, alles ist super, der hat Kinder. Warum soll ich dann sagen, du bist scheiße? Warum soll ich sagen, du bist ein scheiß Muslim, als Beispiel jetzt? Warum soll ich das zu ihm sagen? Sowas würde niemals ein Christ sagen. Sowas würde nie ein Christ sagen.
sagen, wir haben nicht ein Problem mit einem Muslim, wir haben nicht ein Problem mit einem Individuum, wir haben ein Problem mit den Schriften, die dazu aufrufen, den Wahnsinn an uns zu praktizieren. Damit haben wir alle ein Problem. Das verstehe ich auch, es ist fest verankert, wie ein Muslim, du musst dir mal vorstellen, in den islamischen Schriften und die Fuqahal haben festgelegt, wie man mit Christen und Juden in einem islamischen Staat umgehen sollte. Was meinst du, wie grausam das ist, unter der islamischen Herrschaft als Jude und Christ zu leben? Ja. Und, weil deswegen sage ich dir, Muslime, wenn du sagst, dass der Islam Gerechtigkeit bringt, dann lass mich doch mal den Vertrag von Umar an dir und deiner Familie praktizieren. Nur einen Tag. Umar an euch praktizieren. Dann werdet ihr sehen, ob der Islam gerecht ist. Ihr werdet kotzen, von morgens bis abends. Ja, ich weiß, aber du meinst das jetzt im übertragenen Sinne auf alle bezogen, nicht auf meine Familie oder auf mich, richtig? Bitte? Du meinst jetzt natürlich auf alle bezogen, nicht auf meine Familie oder sonst was, ne? Also auf alle. Ich meinte damit im Umkehrschluss, ich würde den Muslimen einmal zeigen, was es heißt, unter einer islamischen Herrschaft zu leben. Einfach nur das, was Umar den Christen aufgezwungen hat, einmal den Muslimen zu praktizieren. Alles einmal umzudrehen. Und zu sagen, wir ändern den Vertrag, was Umar den Christen aufgezwungen hat, und wir wenden das an euch an. Mal gucken, wie viele Muslime von morgens bis abends weinen und sagen, Amir, es tut uns leid. Amir, bitte vergebe uns für unsere Dummheit, für unser Affenkotelett, das wir den ganzen Tag hier geredet haben, dass der Islam gerecht wäre. Ja, glaub mir, die würden kommen und sagen, die könnten vor meine Füße fallen und sagen, Ami, du hast vollkommen recht. Aber weil es niemand an ihnen praktiziert, erkennen sie es auch nicht. Wie gesagt, vieles, was du sagst, ist richtig, aber manche Sachen, wo ich sage, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte dir eigentlich genau dazu sagen, was du jetzt gesagt hast, aber jetzt habe ich die ganze Zeit zugehört und mich konzentriert auf das, was du sagst. Warte mal. Wie gesagt, ich bin auch zwiegespalten, was dich betrifft, weil auf der einen Seite verstehe ich, was du meinst, weil ich kann das nachvollziehen, was du sagst. Auf der anderen Seite lebe ich in einer multikulturellen Familie und Welt, ne? Und ich verstehe schon, was du meinst. Du beziehst das nur auf die Religion, nicht auf die Menschen. Ich verstehe schon, was du meinst. So. Aber am Ende des Tages, ich bin ja der Meinung, ISIS ist nicht der Islam, sondern ISIS ist in meinen Augen sowas wie eine Sekte oder eine Mafia, kann man sagen. Eine organisierte Gruppe, weil es gibt ja nicht viele. Es gibt vielleicht 6.000 bis 10.000, soweit ich weiß, und nicht mehr. Das heißt, der größte Teil der Muslime ist friedlich und lebt normal, so um das mal so zu sagen, ja? Wo hast du diese Zahl her mit 6.000 bis 7.000? Wo hast du sowas her? Die habe ich mal gelesen, aber wie gesagt, das ist eine Zahl, die ich gelesen habe. Ob das stimmt, ist eine andere Frage oder eine andere Sache. Mein Lieber, was meinst du, wenn wir den Muslimen einmal so gewähren würden, die Wahrheit über den Islam zu sagen, ohne dafür verurteilt zu werden? Und sie dürften frei reden, ohne dass die Polizei sie verhaftet oder gar ins Gefängnis steckt oder sonstiges. Einfach, sie dürfen frei reden, wie der Islam in Wahrheit ist. Glaub mir, du würdest Schock deines Lebens bekommen und alle, die mir gerade zuhören. Sie dürften reden frei nach ihrem Wissen, was sie über den Islam angesammelt haben und dafür nicht verurteilt werden. Glaub mir, du würdest sagen, der Islam ist ja das Allerschlimmste vom Schlimmsten. Nein, ich bin ja kein Muslim. Darum, wie gesagt, ich sage dir das doch nur. Weil die Muslime ja nicht hier in Europa die Berechtigung haben, die Wahrheit über den Islam zu sagen, können die meisten ja auch nicht irgendwie sich davon befreien, sozusagen, und auch die Wahrheit über den Islam 1:1 von Muslimen selbst gehört zu bekommen. Verstehst du? Dass die Muslime selber ehrlich über ihre Religion wahrheitsgetreu erzählen. Es gibt nur einige wenige hier in Deutschland, die sich trauen, ihren Mund aufzumachen und sagen, ja, deswegen wenn wir eines Tages die Oberhand haben, werden wir euch vor die Wahl stellen und wir werden euch islamisches Recht aufzwingen, ob es euch passt oder nicht. Ich respektiere dich auf jeden Fall für deine Arbeit, die du leistest. Ja, ich meine, wir müssen unser Verstand einsetzen, den Gott uns gegeben hat, Mann. Wir müssen dieses Gehirn, was hier drin ist, müssen wir nutzen und die Dinge erkennen, wie sie sind. Du machst es ja aus dem Herzen, das merkt man ja bei dir. Aber wie gesagt, manche Leute, die hier reinkommen, die muslimischer Herkunft sind, die reden natürlich auch Scheiße in meinen Augen. Ja, weil das wird ein Kollege von mir jetzt nicht so sagen. Aber
Was, ich bin der Meinung, vielleicht der Weg ist nicht Krieg, sondern der Weg ist Frieden. Weißt du, was ich meine? Dass man zusammenkommt und auch wenn es Muslime sind oder Christen, ist doch egal. Man muss doch miteinander am Tisch sitzen können und was essen können. Ohne, dass man sich mit Religionen zuquatscht. Verstehst du? Am Ende des Tages, wir sterben alle. Und wir sterben nackig, nicht mit dem, was wir haben. Das ist doch die Wahrheit. So. Und am Ende werden wir alle erfahren, was die Wahrheit ist. Aber wieso soll ich mir von einem Menschen, wie von, sag ich mal, einem, egal, ob das jetzt ein Muslim ist oder von dir, sagen lassen, das und das ist der richtige Weg. Das ist meine Frage an dich. Ich habe kein Problem damit, wenn ein Muslim, ich wiederhole mich immer wieder, wir Christen und alle Andersgläubigen haben kein Problem damit, wenn ein Muslim zu uns kommt und sagt, ey Amir, wenn du an den Sohn Gottes glaubst oder wenn du an dies und das glaubst, wirst du zur Hölle fahren. Da lachen wir darüber. Wir haben ein Riesenproblem, wenn die Muslime islamisches Recht an uns praktizieren wollen und uns aufgrund der islamischen Texte anfangen zu unterdrücken und sagen, ja, mein Gott hat mir befohlen, Schutzgeld von dir zu verlangen und wenn du es mir nicht gibst, werden wir dich enthaupten. Ja, das ist sehr radikal. Das ist schon hart, ne? Das ist schon ein anderer Tobak, ne? Ja, aber Amir, das ist mir nichts Neues, was du da zu mir sagst jetzt. Verstehst du? Ich habe diese Scheiße ein bisschen... Ja, also, wenn das nichts Neues ist, mein Lieber, wenn das also nichts Neues ist, dann muss doch dein Gehirn schalten und sagen, ey, der Islam ist im Kern total gefährlich und gewaltbereit. Das heißt, wenn sie die Oberhand bekommen, immer weiter an Zuwachs gewinnen, dann werden sie ja diese Gesellschaft vor die Wahl stellen und sagen, entweder ihr nehmt den Islam an oder wir zahlt euch uns Schutzgeld bis Jahr oder wir werden euch töten. Ja, ich kenne das. Diese Schutzsteuer kenne ich auch. Das gibt's ja wirklich. Siehst du, weil Mohammed das dem mitgegeben hat. Mohammed hat gesagt, setz die Menschen vor drei Wahlen. Jizya, Islam oder Tod durch das Schwert. Das ist die, sind die drei Optionen, die Deutschland und Europa erwartet. Ja, aber wie gesagt, ich kenne zu, also ja, ich gebe dir recht, in vielen Sachen, auch jetzt gerade, was du wieder gesagt hast, das stimmt auch so, das ist auch faktisch so tatsächlich, soweit ich das weiß, auch. Nur, wie gesagt, für mich ist der Weg Frieden so. Frieden, ne? Aber was soll ich auch andere sagen? Wenn irgendwann der Krieg ausbricht, natürlich werde ich für meine Sache sterben und die anderen für ihre Sache. Aber das ist doch der falsche Weg, oder nicht, Amir? Das ist doch der falsche Weg. Wo landen wir da? Ja, natürlich sagen wir, dass es der falsche Weg ist, aber für die Muslime ist das überhaupt nicht der falsche Weg. Die sagen, Allah hat uns befohlen, so zu reagieren. Und da sagt er in Sure 47, Vers 35, ruft nicht zum Frieden auf, wo ihr doch die Oberhand haben werdet. Chevy, du hast... Verstehst du, die Muslime sollen erst dann friedlich sein, wenn sie die Unterzahl haben. Sobald sie die Oberhand haben, sollen sie nicht mehr zum Frieden aufrufen und sollen kämpfen. Ja, das gibt's sowas, ja. Wahrscheinlich gibt's das in den islamischen... Im ISIS ist das wahrscheinlich genauso 1:1, wie du das jetzt sagst. Ich habe dir gerade aus dem Koran zitiert. Sure 47, Vers 35. Ich werde mir das auch durchlesen, auf jeden Fall. Also ich werde das mal nachprüfen, einfach aus Interesse, weil ich mich sowieso sehr stark für beide Religionen interessiere und einfach noch nicht so richtig dazu gefunden habe. Ich werde mir das durchlesen, weil jetzt was zu sagen dazu wäre dumm, wenn ich da kein Wissen habe, ne? Aber meist, die mir zuhören, die hier diese Euro-Muslime, die mich als Hetzer betiteln, aber nicht selber auf die Suche gehen, um herauszufinden, wovon ich überhaupt hier rede. Merkst du? Hetzer, immer dieselbe Hetzerkeule. Ja, lass sie doch aber Hetzen, sind so faul, um das nicht mal herauszufinden, wovon redet Amir hier eigentlich? Ich setz mich mal hin. Was hat das auf sich mit Mohammed? Drei Optionen. Jizya bezahlen, Sure 9, Vers 29. Was ist der geschichtliche Kontext? Ist das ein allgemeingültiger Vers? Was hat das auf sich mit Ayatul Saif? Sure 9, Vers 5. Was haben wir gemacht? Was ist Mohammeds Leben? Wie ist er mit den Kuffaren umgegangen? Hallo? Ja, man muss das nachprüfen, auf jeden Fall, um sich seine Meinung oder seine Überzeugung zu finden, natürlich. Weißt du, was das Problem ist? Die meisten haben Angst, sich damit auseinanderzusetzen, weil sie einen Schock für ihr Leben bekommen, weil sie dann auf einmal aufwachen und sagen, ey, mein Gott, der islamische Staat ist ja nur mehr als islamisch. Aber wenn ich jetzt das lese und ich rausfinde, dass das so ist, wie du sagst, Amir, ne? Was soll ich da machen? Soll ich jetzt mit einer Machete rausrennen und allen den Kopf abpacken? Weißt du? Nein, du sollst die anderen aufklären über diese Religion. Nur Wissen. So. Deswegen sage ich auch immer zu den Leuten, hört auf, den Koran zu verbrennen, den Koran in die Mülltonne zu schmeißen, den Koran mit dem Koran dies und das zu machen.
Ihr müsst eigentlich den Koran lesen und euch Wissen aneignen, was Allah überhaupt da sagt. Und so das Ganze demontieren. Weil es bringt ja nicht, das Buch zu verbrennen. Ihr macht die Muslime ja nur sauer. Und die werden auf einmal mit Gewalt reagieren. Der richtige Weg ist es, sich Wissen anzueignen. Deswegen sagte der Herr Jesus Christus ja, mein Volk geht zugrunde wegen Mangel an Wissen. Daher liegt das Problem, weil die Leute sich nicht hinsetzen wollen und sich Wissen aneignen über diese ganzen Sachen. Wissen ist Macht. Kennst du den Spruch? Das ist nicht nur so ein Spruch, sondern Wissen ist wahrhaftig Macht. Da gebe ich dir 100% recht, Amir. Da gebe ich dir 100% recht. Wie gesagt, deswegen habe ich von vornherein gesagt, denk nicht, ich bin auf irgendeiner Seite. Ich bin auf der Seite der Gerechtigkeit. Das ist ganz klare Sache. Und ich habe natürlich meine, sag ich mal, in dem Sinne nicht christliche Erziehung, wenn du es so willst, weil du sag, viele schreiben ja hier im Chat, ja, jetzt, was ist jetzt mit Jesus? Natürlich ist Jesus der Prediger vom Christentum, beziehungsweise der ist im Christentum unser Prophet. Richtig? Oder ist das falsch, was ich jetzt sage? Nein, der Jesus Christus ist der ewige Sohn Gottes, der Mensch wurde. Gott selber kam in Jesus Christus als Mensch auf diese Erde, um für uns zu bezahlen. Ja, du bringst etwas durcheinander, weil du, sorry, siehst du, das ist das, deine Faulheit, weil du faul warst und dich selber nicht mit deiner Religion sozusagen, mit deinem Glauben, wo du aufgewachsen bist als Pole, dich damit nicht beschäftigt, das kommst du natürlich zu irgendwelchen komischen, sag mal schnell, die Äußerungen, die Äußerungen, die du tätigst. Ich sage dir, mein Lieber, setz du dich selber damit hin und rette erstmal deine eigene Seele. Beschäftige dich erstmal mit Jesus Christus und rette deine Seele, bring deine Seele in Sicherheit, ins Boot, ins Trockene. Und dann kannst du anfangen, über das Ganze aufzuklären. Und dann gehst du weiter. Dann versuchst du, Stück für Stück dir Wissen anzueignen. Also ich werd, wie es die Zeit zulässt, beides versuchen zu lesen. Also sowohl die Bibel als auch den Koran, damit ich auch das sehe. Sehr selber. Gut. Sehr gut. Und sehr gut. Ich bin mir auch nimm dir Zeit für deine Ewigkeit, weil du wirst den Tod kosten. Jeder von uns wird sterben, das ist ja das Problem. Und dann wird es eine Reise ohne Rückkehr. Wir kommen nicht zurück, um zu sagen, oh Gott, bitte vergebe. Ich habe das gerade falsch ausgedrückt mit Prophet. Damit, ich habe das so gesagt, damit es auch jeder hier... Ja, weil du diese islamische komische Zeugs da in deinem Kopf hast. Nein. Von deinem Kollegen da, oder weißt Amir, du, das auch geschnappt hast. Guck mal, das hat nichts damit zu tun. Wirklich nicht. Ich habe, wie gesagt, einen marokkanischen Bruder. Mein Halbbruder ist Marokkaner. So, und natürlich habe ich dadurch auch ein bisschen was mit dem Islam zu tun und natürlich hat er auch ein bisschen was mit dem Christentum zu tun. Deswegen, bei uns ist das nicht so, dass wir radikal gegeneinander sind, wir halten zusammen, wir sind Brüder und es gibt keine Feindschaft. Egal welche Religion er hätte, ich würde ihn lieben. So, und für mich gibt es in der Religion nur eine Sache, liebe deinen Nächsten, weißt du? Und genauso tue ich das mit einem Muslim, genauso tue ich das mit einem anderen, aus einer anderen Religion. Mich interessiert das alles gar nicht. Wenn wir beide an einem Tisch sitzen, dann kaufe ich dir was zu essen, wenn du nichts zu essen hast. Und das macht auch jeder muslimische Freund von mir und das macht auch jeder christliche Freund von mir. Das ist scheißegal. So, ich verstehe. Ja, was machst du denn zum Beispiel, wenn dein Cousin oder dein Bruder, dein Halbbruder auf einmal Sure 9, Vers 23 liest, wo Allah ihm sagt, wenn ihr euch eure Verwandten zu Freunden und Schutzherren nimmt und eure Brust sozusagen den Unglauben öffnet, dann seid ihr eine von ihnen. Verstehst du? Nein, dann sage ich, das ist der falsche Weg. Und mein Bruder kennt den Weg von meinem besten Freund, deswegen wird er ihn nicht. Du kannst doch nicht zu ihm sagen, dein Gott ist auf dem falschen Weg, der bringt dir was Falsches bei, der lacht dich aus. Der sagt, ja gut, wenn mein Gott mir das gesagt hat, dann ist das so. Nein, das stimmt nicht. Wie gesagt, Gott hat... Ja, wie das stimmt nicht, das steht in Sure 9, Vers 23, Mann. Ja, aber warte doch mal, Ami, ja, das verstehe ich. Du siehst das, du begründest das gerade religiös, natürlich, das verstehe ich. Aber Gott gab uns doch ein Gehirn, um zu denken. Richtig? Ist das falsch oder ist das richtig? Was sagst du? Gott hat uns doch ein Gehirn gegeben, damit wir denken. Ja, natürlich. Ja, das sagen wir. Das sagen wir Christen. Aber ja, im Islam musst du deinen Verstand ausschalten, 100%ig. Ja, wenn das so ist, ne, dann kann das ja jeder für sich entscheiden, richtig oder nicht? Wir sagen ja, jeder kann sich entscheiden, aber im Islam lassen die Muslime dir ja keine Entscheidung zur Wahl. Also jetzt habe ich einen Verstoß verwarnt. Echt? Das kann doch nicht wahr sein. Warum? Guck mal, wie die mich melden. Ich gehe raus, ich komme jetzt sofort wieder. Ey. Alles klar. Bitte verschont mich mit eurem Links. Anfragen für Matches, ey, das kann doch nicht wahr sein. Ja, ihr könnt das natürlich nachvollziehen, wovon ich hier rede. Für diejenigen, die aufgeklärt sind. Ich bestätige ja nur euch, weil ihr genau das gleiche Mindset habt wie ich.
Ihr habt ja genau das gleiche wie ich hier im Schädel. Sowohl über den Herrn als auch über den Islam. Deswegen seid ihr auch mit mir verbunden. Weil ihr genau das fühlt, was ich ja auch fühle. Weil ihr genau das sieht, was ich ja auch sehe. Video von Libby, wo er über Koran redet. Ganz einfach eingeben, Roger Libby, Islam. Da findest du schon sehr, sehr viel. Roger Libby, Islam. Ja, da seht ihr mal, ne? Sobald Muslime, das tat mir sehr, sehr leid für sein. Kumpel da, ne? Der Marokkaner. Man muss sich mal vorstellen, die meisten IS-Kämpfer waren alles so Marokkaner und Tunesier. Alles so Nafris, alles Nordafrikaner. Heftig, ne? Ah, hier möchte jemand beleidigen. Gott segne dich, aber leider musst du gehen. Amir, haben viele Muslime durch dich konvertiert? Die Zahl, die kann ich jetzt nicht nennen, aber ich denke, dass zig Hunderte oder mindestens Tausende ausgetreten sind aus dem Islam durch diese ganze Arbeit. Die dunkle Ziffer ist weitaus höher. Ich wünschte, wir könnten einmal so ein Stream machen, wo alle reinkommen, die so wegen dieser Aufklärungsarbeit den Islam verlassen haben. Was meinst du, wie das den Rahmen sprengen würde? Aber nicht nur Muslime, auch allgemein die Menschen durch das wachgerüttelt worden. Unfassbar wachgerüttelt. Zig von Tausenden. Und das ist auch gut so. Dank dem Herrn Jesus Christus sei Lob und Dank, dass er jeden Einzelnen von euch, von uns benutzt. Gott segne jeden Einzelnen von euch fürs Liken, fürs Teilen, fürs, weiß ich, Geschenke da geben. Keine Ahnung, egal was ihr da macht. Weil jeder Einzelne von uns hat ja, seinen Beitrag dazu geleistet. Ist nicht nur mein Verdienst, sondern auch euer Verdienst. Und dem die meiste Ehre gebührt ist dem Herrn Jesus Christus. Nicht mir, nicht euch, sondern ihm gebührt die meiste Ehre. Wir sind seine Werkzeuge. Einen wunderschönen guten Morgen, Amir. Friede sei mit dir, mein Bruder. Gottes Segen, mein Lieber. Der Herr Jesus Christus segne dich und deine Familie. Deine auch. Also ganz ehrlich, ich wollte dir nur ganz schnell sagen. Hast du das gerade mitbekommen? Hast du das Gespräch mitbekommen? Ja, habe ich mitbekommen. Und da siehst du, dass es kein Einzelfall ist, sondern viele Muslime sich gerade in dieser Lage befinden, indem sie gerade so eine Gehirnwäsche bekommen. Jetzt, wo wir gerade am Reden sind, sind zigtausende von Muslimen sich am Radikalisieren. Jeden Tag um jeden Tag. Und das Schlimme ist, dass so viele es gar nicht verstehen, was sie da eigentlich machen und es gar nicht kapieren. Aber Amir, ich möchte ganz ehrlich, Amir, weil ich wollte eigentlich nur kurz hochkommen, auch wenn du nur ein Werkzeug Gottes bist, möchte ich dich als Werkzeug Gottes mal ganz ausdrücklich loben und dir sagen, was für eine tolle Arbeit du machst. Und ganz ehrlich, ich bewundere dich jeden Tag aufs Neue. Und die Leute, die hier nicht sehen, was du da eigentlich machst, weil du verbreitest einfach nur Wissen. Und das ist keine Hetze, das ist etwas ganz Tolles. Und ich danke dir aufrichtig dafür, auch wenn du ein Werkzeug Gottes bist, danke ich dir trotzdem als Werkzeug Gottes. Alle Ehre, dem Herrn Jesus. Für deine wirklich super Arbeit. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen, Amir. Weißt, weil ganz ehrlich, krieg Gott segne dich, ja. Ich kriege jedes Mal Gänsehaut. Ja, ich will mich immer ganz klein machen, damit der Herr Jesus Christus immer größer ist, verstehst du? Sobald aber du bist immer doch, unangenehm, du bist doch sein Werkzeug. Aber du bist sein Werkzeug, du bist doch sein Sprachrohr. Ja, ich weiß, aber ich denke immer, dass ich dem Herrn so die Ehre klaue und sowas, aber das will ich niemals machen. Dem Herrn Jesus gebührt die Ehre, dem Herrn Jesus gebührt der Lob, dem Herrn Jesus gebührt der Dank, dem Herrn Jesus gebührt alles, unser ganzes Leben. Amen. Nee, ohne Scheiß, Amir.
Ich feiere dich. Du bist, bleib bitte weiter so. Ich weiß gar nicht, wie du das überhaupt täglich so hinkriegst. Weißt du, wie mir das leid tut, was ich auch gerade eben erwähnt habe, dass sich zigtausend von muslimischen Familien hier in Deutschland Gedanken machen und Angst haben, dass ihre eigenen Kinder eventuell zu potenziellen Attentätern werden. Sie Angst haben und ihre eigenen Kinder nicht mehr erreichen können, weil es Leute geschafft haben, ihre Kinder zu manipulieren und sie dahin weitest zu bringen, sich selbst irgendwie in die Luft zu jagen, auszuwandern und irgendwie zu denken, dass sie ein Mujahid sein müssen und alles mögliche. Das ist unglaublich. Es gibt das ja so ist viele. So unglaublich. Nur wenn ich so nur die Mutter nehme. Das tut mir so weh. Das tut mir so weh. Ich wünschte, ich könnte die ganzen Muslime erreichen und sie aufklären. Und ihnen zeigen, was eigentlich die größte Lüge der Menschheitsgeschichte ist, dass sie nicht ihre eigene Seele aufs Spiel setzen sollen für diese Religion. Ich finde auch, dass, guck mal, wenn wir nur bei der Mutter schon anfangen, nur bei der Mutter anfangen, wenn ich mir das überlege, die Mutter wird heilig gesprochen. Die Mutter ist das, was eigentlich an oberster Stelle stehen sollte. Und wenn ich mir dann überlege, dass die Mutter beispielsweise einen Fehltritt macht als muslimische Frau und dann wirklich ernsthafte Konsequenzen zu erreichen hat oder zu erwarten hat, das ist ganz ehrlich, das ist für mich ein Widerspruch in sich. Und das verstehe ich nicht. Aber viele wissen das ja einfach gar nicht. Von daher, Amir, ich möchte gar nicht weiter auf den Sack gehen, weißt? Ich wollte nur kurz höchstpersönlich... Nein, du gehst mir nicht auf den Sack. Du gehst mir nicht auf den Sack oder du nervst mich. Alles klar, dafür danke ich dir erstmal. Aber es ist schon, weißt du, weil ich stelle mich, so doof sich das anhört, ich stelle mich ganz weit unter dich, weißt du? Weil ich finde das so toll, was du da machst. Du bist weder etwas Besseres als ich, noch etwas Schlechteres als ich. Und genauso sind die anderen weder etwas Besseres als ich, noch etwas Schlechteres als ich. Ich sehe jeden Einzelnen auf Augenhöhe, egal wie groß, klein, dick, dünn ist, ist mir völlig egal. Aber er sollte sich um Ewigkeit, wenigstens einmal in seinem Leben. Aber Amir, es ist nun mal an dem, deswegen stelle ich mich kleiner als dich, du hast das Wissen und du teilst dieses Wissen. Und dieses Wissen, was du da hast und teilst, das kann so viel bewegen und bewegt ja eigentlich schon was. Und von daher ist es einfach so, wenn ich dieses Wissen hätte, würde ich das auch nutzen. Ich mache meinen eigenen Content auf politischer Ebene. Wenn ich das drauf hätte, was du drauf hast, ohne Mist, und das ist Wissen, was du dir angeeignet hast, durch eigene Erfahrung sogar angeeignet hast, das ist etwas ganz, ganz Tolles. Das ist einfach an dem. Gott segne dich, mein Lieber. Nee, Gott segne dich, mein Bruder. Auf jeden Fall, Gott segne dich. Und mach bitte unbedingt damit weiter. Lass dich bloß nicht aufhalten. Nein, ich werde immer meiner Linie treu bleiben. Das wissen die Leute auch. Und jetzt hol mal lieber jemanden hoch, der am Ende zeigen kann, worum es eigentlich geht. Weil wir werden uns verstehen, wir wissen genau, worum es geht. Weißt du, wie ich meine? Okay, Gott segne dich. Mach's gut, mein Lieber, ja? Gott segne dich. Ich wünsche dir was. Viel Erfolg weiterhin. Ja. Hallöchen. Hi, Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön, deine auch. Danke dir. Erstens, also ich gucke deine Videos schon seit wirklich sehr, sehr langer Zeit. Ich wollte erstmal sagen, ich habe einen Haufen Respekt für dich. Ich selber bin auch in einer christlichen Kirche aufgewachsen. Ich weiß nicht, ob du Mormonen kennst. Was kenne ich? Mormonen. Mormonen, ja, habe ich schon gehört. So eine Art Kosekritik. Okay. Zeugen Jehovas und so, ne? Nein. Also die werden immer verwechselt, aber... Die sind auch so eine Hardcore-Sekte wie Zeugen Jehovas. Aber die haben nochmal eine ganz andere Auffassung nochmal von der Bibel oder was. Ne? Ganz, ganz extrem. Wir haben zum Beispiel das Buch Mormon. Ne? Also das wurde von Joseph Smith damals und sowas. Genau. Ich persönlich, also ich bin da auch aufgewachsen in dieser Religion. Ich bin auch getauft worden. Und die sind halt auch sehr familienbezogen, was ich tatsächlich sehr gut finde. Ich persönlich, wie gesagt, ich bin jetzt 33 Jahre alt. Ich habe für mich selber entschieden, dass ich eigentlich gar nicht mehr irgendwie an Religion glauben kann, irgendwie.
Ich bin Agnostikerin. Das sagt ja bestimmt auch was. Also ich bin offen für alles. Ja. War aber auch sehr lange mit einem Muslim-Typen und habe auch ja ganz schlechte Erfahrungen mitgemacht. Ja, also ich möchte da auch nicht weiter drauf eingehen und so, aber jetzt kommen in den Kommentaren ganz viele Mormonen-Kommentare, aber ich wollte dir einfach nur mal sagen, dass ich dir wirklich schon lange folge und ich habe übelst Respekt für dich und was du hier machst und verbreitest, na, lass dich nicht unterkriegen. Ich finde es wirklich ganz, ganz, ganz toll, was du machst. Ich habe, ja, wirklich, sehr wirklich toll. Ich hoffe natürlich, dass du dir selber Gedanken machst um deine Ewigkeit und herausfindest, wer Jesus Christus in Wahrheit ist. Dass du Gott einmal bittest, Gott, wenn es dich gibt, zeig dich mir, weil du bist ja Agnostikerin. Frag doch einfach Gott, unvoreingenommen, aus dem tiefsten Herzen, Gott, ich suche nach dir. Zeig dich mir, wer bist du? Ich habe auch früher mal, als ich ein Kind war, wo ich weißt du, was das perfide ist? Du hast das so oft gemacht. Und ja. du schaust mir die ganze Zeit dabei zu, wie ich dir sage, triff eine Entscheidung für Jesus. Triff eine Entscheidung für Jesus Christus. Jesus ist Gott. Ich habe tausendmal bewiesen, dass wer der Herr Jesus Christus ist. Das ist ja der ewige Sohn Gottes, der Mensch aber, wurde, um für unsere Sünden zu bezahlen. Und du hast es nicht erkannt. Wahnsinn, ne? Wie hast du das bewiesen? Durch ganz geh mal auf meinen Kanal und schau mal immer wieder rein, wenn ich meine Streams am Ende beende, wie ich auch immer wieder zeige, wer der Herr Jesus Christus ist. Wer der Herr Jesus Christus ist. Was ja, er für uns getan hat. Das ist ja auch das Ganze an Religion. Man kann nicht, man wieder, kann das nicht beweisen. Keine Religion. Mach nicht aus Jesus Christus eine Religion. Okay, auch wenn es jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt als Mensch reden, ja, Jesus Christus war ein Mensch, okay? Aber du kannst es ja nicht beweisen, dass es ihn überhaupt gab. Bitte was? Du kannst ja nicht beweisen, dass es Jesus Christus überhaupt gab. Natürlich, wir haben unzählige Abschriften, außerbiblisch, dass Jesus Christus wahrhaftig existiert hat. Was erzählst du? Ja, aber woher weißt du, dass es wirklich von dem kam und nicht von irgendeinem Verrückter? Ja, aber das sind doch Historiker, die eindeutig belegen, Jesus Christus hat gelebt. Jesus Christus wurde gekreuzigt auf der Anordnung von Pontius Pilatus. Das ist ein Fakt, den kannst du nicht einfach wegerklären. Guck mal, Fakten kann man beweisen, aber Fakten kann man beweisen. Nein, siehst du, das ist das Problem. Du möchtest einige Beweise nicht für dich annehmen und da merkst du, dass du dicht gemacht hast. Merkst du, dass du selber für dich dicht gemacht hast und das nicht zulassen möchtest? Also, wie gesagt, ich bin sehr offen für Religion, vor allem was den Christentum und sowas angeht, ja. Aber wie gesagt, du kannst nicht beweisen, was vor so und so vielen Jahren passiert ist. Solche Geschichten werden ja immer weitergegeben. Das ist genauso wie mit der Post. Ich sagte zum Beispiel, heute war warm. Dann erzählst du das deinem Enkelsohn oder deinem Sohn und es wird dann in 50 Jahren hieß es, heute ist kalt geworden oder heute war Schnee oder sowas, ne? Mitten im Sommer. Es wird immer weiter erzählt und sonstiges. Was machst du denn zum Beispiel, zum Beispiel in so einem Buch rein, und in diesem Buch heute Lottozahlen so, ich verstehe dich gar nicht, du hängst. Tausende von Jahren später, tausende Jahre später, jemand mein Buch liest und dann ich auch noch das Datum und alles erwähne, wann was für Lottozahlen da kommen und du dann Lottozahlen eingibst und das auch noch eintrifft. Was machst du? Würdest du sagen, das ist wirklich bewiesen worden, dass dieses Buch, dass Amir ein Inspirierter von Gott ist? Ich glaube Sachen, die ich sehen kann. Na, du glaubst Sachen, die dir gesagt werden und ich respektiere dich. Wie gesagt, ich möchte auch nicht mit dir irgendwie in Streit oder Diskussion kommen. Du hängst extrem. Ich verstehe gar kein Wort. Es tut mir übelst leid, aber ich verstehe gar kein Wort, was du gerade sagst. In den Kommentaren steht auf, dass du hängst irgendwie. Ich weiß nicht, du fährst hier auch, glaube ich. Und keine Ahnung. Also ich verstehe wirklich nicht. Bist du noch da? Ach, schade. Jetzt. Sorry, du hast gehängt. Was? Na, deine Stimme hängt immer noch so ein bisschen. Ich hoffe, du hast jetzt irgendwie keinen Unfall oder sowas gebaut.
Also, leider verstehe ich nichts. Aber ich sehe dich, jetzt bewegst du dich wieder normal. Hörst du mich? Jetzt, yes. Yes, jetzt höre ich dich. Gott sei Dank. Hörst du mich? Yes. Super. Okay, was hattest du jetzt gesagt? Du hast doch gerade eben gesagt, ich glaube nur an das, was ich sehe. Ja, richtig. Kannst du zum Beispiel Radiowellen sehen? Nein, da hast du auch recht. Aber sie existieren, so wie Gott. Gott existiert, aber du kannst ihn nicht sehen. Aber du kannst auch Wellen sehen. Zweifel nicht an Gott. Natürlich. Zweifel nicht an Gott. Sei keine Zweiflerin. Kehre um zu Jesus Christus. Er ist das vollkommene Beispiel. Er ist das vollkommene Vorbild. Kaum vorzustellen, wenn wir nach den Worten Jesu Christi leben würden, wir hätten morgen das Paradies auf Erden. Heute noch hätten wir das Paradies auf Erden. Aber es ist doch auch okay, na, wenn du jetzt einfach so Menschen behandelst, wie du gerne behandelt werden möchtest, egal ob du jetzt an Gott glaubst oder nicht. Hauptsache, woher hast du diesen Mensch. Satz? Woher hast du diesen Satz? Behandelt die Menschen genauso, wie du gerne behandelt werden. Natürlich von meiner Religion tatsächlich, da hast du recht, ja. Aber wer hat diesen Satz gesagt? Was für Religion? Unser Prophet, also in der mormonischen Kirche. Wir haben ja auch einen Prophet. Und weißt du, von wem der Satz ist? Mir gleich erzählen. Weißt du, von wem der Satz ist? Von wem? Von Jesus Christus. Weißt du das aber? Hast du das von deinen Lippen gehört? Ja, klar, weiß ich das. Leute, postet mal bitte den Vers hier rein, wo der Herr Jesus Christus sagt, behandelt die Menschen so, wie ihr auch gerne behandelt werden möchtet. Zeigt das der. Guck mal, okay, es gibt einen Vers, aber du weißt merkst ja nicht, ob nicht, das wirklich da machst, von ihm Liebe, kommt oder nicht. Merkst du das nicht? Aber okay, guck mal, ich verstehe dich. Und ich will jetzt auch nicht mit dir diskutieren. Also wie gesagt, ich habe einen Haufen Respekt für dich. Und ich bin es auch. Wo du auf einmal gemerkt hast, ja, scheiße. Eigentlich habe ich... Nein, ja, das denke ich gar nicht. Das denke ich gar nicht. Überhaupt nicht. Ich sage trotzdem noch das, was ich möchte. Merkst du, dein Herz ist total verschlossen. Du lässt gar nichts mehr dran. Das kann gut sein, aber das hat auch mit anderen Sachen zu tun tatsächlich. Aber trotzdem glaube ich, egal welche Religion du zugehörst, Hauptsache, weißt du, Menschen glauben an Gott und an den Himmel und an die Hölle und sonstiges. Dann hast du jetzt zum Beispiel Mormonen, die glauben, du darfst kein Koffein trinken, du darfst kein Alkohol trinken. Okay, oder dann hast du irgendwelche andere Sachen. Warte, ich weiß, du unterstützt gerne. Hörst du mich? Okay, ich höre da. Hörst du mich? Ja, bitte. Was würdest du, stell dir mal vor, ich gehe und gründe meine eigene Religion. Ja. Ich kann ja, hier in Deutschland gibt es ja Religionsfreiheit, richtig? Richtig. So, stell dir mal vor, wie du jetzt sagst, jeder sollte seine Religion haben und nie, ne? Nein, stell dir mal vor, ich gehe morgen zum Bürgeramt und sage, ich möchte heute meine neue Religion gründen. Und diese Frau sagt ja, oder dieser Mann am Schalter oder Frau am Schalter sagt dann, ja, was ist das für eine Religion, die sie gründet? Dann sage ich, ja, meine Religion beinhaltet, dass ich, sobald wir mehrere Anhänger haben, wir diese Gesellschaft vor die Wahl stellen und alle Menschen zu unserer Religion zwingen und ihnen die Köpfe abschneiden, wenn sie uns nicht eine gewisse Anzahl an Geld geben. Wäre das dann eine Religion, die was tun würde? Was hat es jetzt mit dem zu tun, was ich gerade gesagt habe? Überhaupt gar nicht. Du bist ja so dieser liberalen Auffassung. Ja, jeder sollte doch seine Religion haben. Hast du gerade gesagt, ich bin liberale Auffassung? Ich bin komplett das Gegenteil. Nee, so hast du das ja rübergebracht. Du sollst doch der seine Religion haben und die Religion und die ist das Religion. Nein. Okay, wenn es so rüberkam, es tut mir leid. Um Gottes Willen, nein. Ich bin halt wirklich so ein Mensch. Ich denke, ich möchte Menschen so behandeln, wie ich gerne behandelt werden möchte. Egal, ob es einen Gott gibt oder sonstiges. Hauptsache, du bist gut zu Menschen. Und es ist doch egal, ob es eine Hölle oder einen Himmel gibt. Ich denke, wenn du halt gut zu Menschen bist, dann solltest du trotzdem in den Himmel kommen. Oder wenn du scheiße zu Menschen bist, dann kommst du halt in die Hölle. Fertig. Ja, aber stell dir mal vor, du begehst so ein Verbrechen und dann sagst du zu dem Richter, der Richter muss dich jetzt verurteilen. Dann sagst du aber, Herr Richter, ich habe auch gute Taten. Du musst mich jetzt freilassen, weil gute Menschen, so wie du ja gerade sagst, müssen auch dann nur so gut sein. Kann uns gut weiterhelfen, kann uns gut vor dem Richter bestehen lassen. Guck mal, darf ich dir mal sagen, ja? Ich, wie gesagt, ich habe einen Haufen Respekt für dich, aber du drehst die Worte so ein bisschen um
obwohl ich auf deiner Seite bin. Ich bin jetzt nicht religiös oder so, na, aber ich will nicht gegen dich kämpfen. Ich versuche dich nur anhand deiner Aussagen zu verstehen und dir etwas mitzugeben, damit du nachdenkst über das, was du sagst. Okay, und ich denke auch nach. Ich denke jeden Tag genau nach, weil meine Familie immer auf mich anredet. Genau wie gerade eben, als du sagtest, ja, ich glaube nur an das, was ich sehe. Siehst du, deine ganzen Aussagen gehen überhaupt gar nicht so auf. Verstehst du? Na, guck mal, ich bin halt immer noch dabei, mich selber auch zu finden. Verstehst du? Ich bin halt immer noch in diesem Bereich, ich muss mich selber finden. Und, ich hoffe, dass du den Herrn Jesus kriegst. Natürlich, na, also ich denke jetzt nicht, was Religion angeht, dass ich jetzt irgendwie... Also ich finde auch die katholische Kirche jetzt nicht so geil, die evangelische auch nicht so geil, wenn... Du sollst ja auch nicht zu einer Kirche kommen. Du sollst ja auch nicht zu einem Gebäude kommen, sondern du sollst zum lebendigen Gott Jesus Christus kommen. Ja, aber weißt du, ich finde halt das wirklich... Ja, guck mal, ich finde es wirklich traurig. Ich bin ja auf deiner Seite und so, aber du machst dich lustig über mich. Das finde ich jetzt... Ja, aber wenn du sagst so, ich habe keinen Bock auf Kirche und sowas und... Ich habe keinen Bock auf Kirche. Ich geh trotzdem in die Kirche. Ich gehe trotzdem mit meiner Mama in die Kirche, weil sie das glaubt. Du assoziierst das mit so einer Kirche und ich sage zu dir, nein, meine Liebe, du musst deine Schuld vor dem lebendigen Gott bereuen und nicht irgendwie in ein Gebäude gehen oder was. Darum geht's mir. Ich verstehe dich schon, na, und ich weiß, du bist da sehr passionate, so richtig, du hast da richtig Feuer unterm Arsch, was sowas angeht. Und ich, wie gesagt, ich finde es richtig toll, dass du sowas machst, ne? Aber du musst halt auch mal akzeptieren, dass es auch Menschen gibt, die eben nicht an Gott glauben. Oder nicht an Religion glauben. Ich komme an deinen Hals und sage, entweder du glaubst daran oder ich hau dir eine rein oder ich schneide deinen Kopf ab oder sowas. Dann wärst du ja muslimisch wahrscheinlich. Ja, siehst du, da kennst du dich aus. Ich denke, weißt du, wie gesagt, mein Motto ist, behandle andere Menschen, wie du gerne behandelt werden möchtest. Wenn es einen Gott gibt oder Jesus gibt, dann hast du gut gemacht in deinem Leben, dann kommst du in den Himmel. Wenn du jetzt wirklich hier irgendeinen Scheiß glaubst, von wegen Frauen müssen dich bedecken, Frauen müssen mit dir schlafen, sonst kannst du die auch verprügeln oder sonstiges. Ich bin auch kein Fan von der muslimischen Religion. Ich folge dein Content schon seit wirklich Ewigkeiten. Wie gesagt, ich bin Fan. Aber ich glaube persönlich nicht an Religion. Es kann sein, dass es einen Gott gibt. Kann sein, weil wir sind jetzt nicht auf der Erde umsonst. Also es gab irgendwann mal irgendwas. Irgendwas hat uns auf diese Erde gebracht. Wenn es jetzt ein Gott ist oder Big Bang oder irgendwas. Es gibt eine höhere Macht, die uns hierher gebracht hat. Und meine Meinung ist halt tatsächlich, behandle Menschen wie du gerne anders, also wie du selber gerne behandelt werden möchtest. Ja, jetzt musst du nur zu dieser Person kommen, von der du das gelernt hast. Und das ist Jesus Christus. Nein. Du hast alles richtig gemacht. Nein, ich habe das bestimmt nicht von Jesus Christus gelernt. Das ist von Jesus Christus der Satz, Mann. Ich habe das nicht von Jesus Christus gelernt. Ich meine, du sollst zu dem kommen, wo du das jetzt her hast. Und das ist ursprünglich von Jesus Christus der Satz. Okay, darf ich dich mal was fragen? Du bist ja christlich, ja? Ich bin aber nicht christlich, ich bin ein Nachfolger des Herrn. Okay, aber du hast jetzt keine bestimmte Religion. Warte mal, meine Liebe, ich muss mal ganz kurz ein paar Sachen erledigen. Okay. Ich hole dich gleich wieder rein, Tata.